Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir sehr voll geworden sind. Das ist eine richtige Begeisterung. Wir haben heute zwei Vortragende. Einer werde ich sein und der andere ist der Franz, der wird dann gleich übernehmen. Wir haben wie immer unser WLAN eingeschaltet, das heißt Club Computer und das Passwort ist Club Computer, so wie Sie es auf der Folie sehen. Heute beschäftigen wir uns mit Outlook. Geht er? Da. Wo darf ich draufdrucken? Da oben? Da oben. Ja. So. Wir beschäftigen uns mit Outlook heute und am nächsten Clubabend. Der heutige Clubabend ist der linke Teil, das ist der Teil. Und der nächste Clubabend ist der rechte Teil hier. Am nächsten Clubabend beschäftigen wir uns teilweise mit Outlook und teilweise mit Spambekämpfung. Heute beschäftigen wir uns nur mit Outlook, und zwar beginnend mit, wenn es installiert ist und man startet es das erste Mal. Bevor wir damit beginnen, wird der Franz diesen Teil hier machen, der rot eingezeichnet ist. Er spricht über Protokolle, die Outlook unterstützt. Wir können für den Club nicht alle Protokolle unterstützen, aber wir haben den Franz, der uns das alles genau und näher erklären wird. So, ein Klick und der Franz ist dran. Danke. Bitteschön. So, wie geht's weiter? Ich druck drauf, wenn du was willst. Danke, bitte. Das Mikrofon nehmen. Das Mikrofon. Ja, okay. Alles muss man zum ersten Mal machen, gell? Ja. Man wird geboren und man muss zum ersten Mal ein Mikrofon haben. Ist das okay so? Du kannst es oben nehmen, das Fuß auf. Nein, oben, oben, oben. Du wirst halt noch mal durchzählen, weil das sind mehr als 29 Leute. So, danke, siehst, das erste Mal funktioniert nie. Aber es geht schon. Bevor wir aber mit diesen komischen Protokollen beginnen, müssen wir über uns was sagen. Bitte. Gut. Ich habe in dieser Tabelle hier unsere letzten Veranstaltungen im letzten halben Jahr aufgetragen. Und da sieht man also ungefähr die Besuche. Wir sind jetzt bei 29 Angemeldeten. Ich glaube, wir halten uns ganz gut. Das heißt, wir versuchen etwas anzubieten und es wird auch angenommen und das freut uns sehr. Bitte schön, nächstes. Wo ihr diese Dinge findet, über die wir heute sprechen, das seht ihr hier. Das ist eines unserer Zentrallager. Das ist unsere Chronik. Bei der Chronik wird jeder Veranstaltungstag dokumentiert, sofern es Bilder gibt oder irgendwelche Unterlagen. Die Chronik ist nach Jahren geordnet und wir sind jetzt bei 2016 und derzeit sind nur Unterlagen drinnen. Aber es werden an dem Ort dann auch die Videos sein und eventuelle Bilder oder was wir immer über diesen heutigen Tag zu sagen haben. Bitte, nächstes. Ja. Ja. Da muss ich mithalten. Immer draufschauen. Ja, danke. Gut. Das kann er nicht. Muss er lernen. Gut. Oder ich mache einen Platz, wo ich die anstreuen kann. Das war Begeisterung. Dann musst du gut hinstellen. Die zweite Sache war. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Er braucht
braucht einen Hut mit Lampen auf sich. Der geht mit Akku, das finde ich schön. Wahnsinn, danke. Aber du musst mindestens einen Meter zurück, sonst sehen wir die mich zieht es zu den Menschen, du siehst es. So. Aber du musst eh Platz machen für einen Kölner. Für einen Kölner, ja. Kölner, weil sonst kann ich jetzt stehen. Machen wir das. Bei einem der letzten Clubabende hat mich jemand angesprochen, ihr habt doch einmal das gemacht oder das gemacht, wo ist denn das? Habe ich gesagt, ja, muss ich jetzt nachdenken. Jetzt haben wir das ein bisschen systematisiert und wir haben in den letzten Tagen eine Webseite hergestellt, die heißt büro.clubcomputer.at und auf dieser Seite finden sich alle unsere Aktivitäten, die uns heute so aufgefallen sind. Es sind ziemlich viele, also diese lange Leiste sind die Aktivitäten und da oben werden sie nach gewissen Teilbereichen strukturiert. Und zu jedem Menüpunkt, den man anwählt, gibt es da unten irgendeine Art Erklärung. Und da gibt es einen Punkt, der heißt Materialien. Das sind also alle unsere PDFs, PowerPoints und Videos und was weiß ich, die findet ihr da genauso. In dieser neuen Webseite Büro. Und damit diese Webseite Büro auch wirklich richtig ist oder auch sich verbessert, findet ihr auf eurem Platz einen Ausdruck davon, 4 Seiten, das sind genau die Inhalte, die auch auf der Webseite sind, mit Ausnahme der Bilder. Also dort sind nur die Texte zu finden. Und wir bitten euch, diese Seiten durchzusehen. Versteht man es? Versteht man es nicht? Und wenn man es nicht versteht, bitte zurückmelden, dann können wir es bis zum Ende dieser Woche noch korrigieren und dann drucken wir es. Büro.clubcomputer.at. Gut? So, noch etwas Erfreuliches. Heute in der Früh habe ich diesen Screenshot genommen. Die Seite wird euch nichts sagen. Sie heißt status.ccc.at. Das ist der Gesundheitszustand unserer Geräte, der Hardware, der Infrastruktur. Und zwar beginnend bei den Leitungen, durch alle Server hindurch bis zu den Anwendungen. Und wenn hier lauter grüne Pfeile sind, dann ist das alles okay. Also da sind wir nicht schuld, wenn was nicht funktioniert. Es kommt vor, dass manchmal etwas rot ist. Ja? Also wenn es rot ist, bedeutet, dass an dem Tag, also das sind lauter Tage, also das sind die Tage in die Vergangenheit und manchmal gibt es rote Ziffern. Das bedeutet, dass in dieser Zeit, das ist meistens nur ganz kurz, da wird irgendein Update eingespielt oder ein Patch oder jemand steckt ein Kabel um, ja, kann auch sein, dann gibt es so kurze Ausfallszeiten. Und hier sieht man die Erreichbarkeit während der letzten 30 Tage. Hoppala, bleib lieber dort fahren. Ja, ja. Das ist also unser Status. Bitte kann jeder immer nachschauen. Wer also etwas im Web publiziert selber und es funktioniert einmal nicht, der erste Blick immer hierher. Dazu muss man sagen, wie es heißt. Status.ccc.at. Ja, genau, steht da ganz unten drin. Gut. Nächstes. Ups. So. Das nächste Problem, das immer wieder auftritt, ist, dass sich jemand nicht einloggen kann. Dazu muss man wissen, wie wir funktionieren. Jedes Mitglied bei Club Computer hat eine E-Mail-Adresse, die mit clubcomputer.at endet. Vorne ist meistens Vorname, Zuname. Wir erzeugen irgendein wildes Passwort und jedes Mitglied bekommt am Beginn seiner Mitgliedschaft sowohl die Adresse als auch das Passwort mitgeteilt. Aber wie es der Teufel haben will, nicht, man vergisst es halt dann. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen bei unserem Thema E-Mail. Wichtig wäre es, oder dass die optimale Lösung ist es, wenn jeder in seinem Kontenpool von Outlook oder Thunderbird oder was auch immer diese Adresse mit aufnimmt. Dann bekommt er in dieses Konto alle unsere Mitteilungen, also zum Beispiel den Newsletter oder Rechnungen, Mahnungen, Dialoge, also wenn wir so etwas austauschen, das würde dann alles über dieses Konto abgewickelt. Wenn man also über den Club etwas wissen will, braucht man nur in dieses Konto schauen. Das ist die beste Lösung, die empfehlen wir. Nehmen wir an,
jemand hätte das Passwort vergessen, dann braucht er nur die Passwort-Vergessen-Funktion aktivieren und er bekommt auf diese Adresse das Passwort zugeschickt. Super. Die zweitbeste Lösung ist, dass wir auf diese Adresse oder jeder selbst eine Weiterleitung schaltet, auf irgendeine andere Adresse. Geht auch, ist aber nicht die beste Lösung. Ist eine Lösung, aber besser wäre es, diese Adresse in den Kontenpool mit aufzunehmen. Gut? Ja, der nächste Clubabend ist ausnahmsweise am Montag. Teufel, am Donnerstag wäre nämlich ein Rapid-Spiel und das geht nicht. Ja, also nur, dass ihr es nicht vergesst, in 14 Tagen ist es nicht am Donnerstag, sondern am Montag. Geht schon. So, jetzt sind wir eigentlich erst beim Thema und ich habe mir gedacht, eine unserer Lieblingssendungen, nicht der Kaiser, da beginnt es also mit einer Hymne und dann gibt es immer einen ähnlichen Dialog. Der Kaiser fragt immer, wer ist er? Er sieht ja am Ehe nicht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, er hätte die Augen verbunden, dann muss er natürlich fragen. Nicht? Also er fragt und er muss jetzt ein gewisses Wording einhalten. Also er muss in der dritten Person, er muss sich also nennen, er muss höflich sein. Also es gibt gewisse Regeln, wenn man mit seiner Majestät, dem Kaiser Heinrich, spricht. Und der Ablauf ist eben etwas Protokollarisches. Er sagt immer am Schluss, er darf sich jetzt zurückziehen, aber er muss auch ein bisschen brav sein. Also das ist ein Protokoll und genau um das geht es, wenn wir jetzt über Outlook sprechen und wie das Outlook mit seinen Partnern spricht. Mit den Partnern spricht Outlook auch über Protokolle. Geht schon? So, Outlook gehört ja zur Familie des Office und anders aber wie die anderen Programme, Word, Excel, PowerPoint und Access, die produzieren ja alle irgendeine Datei. Und die Datei gibt man dann jemandem anderen weiter. Das ist bei Outlook nicht der Fall. Also ich meine, es gibt schon Hilfsdateien. Aber das sind nur Behelfe. Eigentlich kommuniziert Outlook mit der Außenwelt über Protokolle. Da gibt es also verschiedene Normen. Und Outlook braucht Protokolle und die anderen Programme von Office brauchen Dateitypen. Ja, das ist ein Unterschied. Deswegen steht beim Outlook das Protokoll so im Vordergrund. Geht schon? Ja, die Daten, wo man seine Mails ablegt, die können jetzt schon, kann man schon wählerisch sein. Nicht? Also man kann sagen, mir ist das wurscht, ich speichere alles bei Google. Ich muss gestehen, ich habe mehrere Jahre das konsumiert und genossen, hat wunderbar funktioniert. Aber man kann auch seine Daten ja, also in Europa stationieren. Das geht aber bei Microsoft nur dann, wenn man bezahlt. Also die Bezahlversionen von Office hosten die Daten in Europa. Bei den anderen weiß man es nicht. Das kann auch in den USA sein. Dann gibt es das GMX, das wir kennen, das ist in Deutschland zu Hause. Und Club Computer ist nur einer von vielen Anbietern in Österreich, wo man eben ziemlich sicher ist, dass die Daten da sind. Nicht? Man kann sogar physikalisch hingehen. Also am Rennweg sind sie oder in der Pfalzau oder so irgendwie. Gut, geht schon? Ja, so eine Mailbox, die man jetzt irgendwo hat, entweder in den USA oder in Holland oder in Deutschland oder in Wien, die kommuniziert jetzt mit diesem Outlook über ein sogenanntes Protokoll. Aber wie wir wissen, kann man sich den Inhalt von jeder Mailbox immer auch über den Browser anschauen. Also praktisch jede Mailbox, die man hat, also GMX oder eben Google oder Office.com, alle diese Mailboxen haben immer auch ein Interface, das man mit dem Browser bedienen kann. Aber ganz egal, ob man das mit Outlook oder mit dem Browser anschaut, man schaut immer in dieselbe Mailbox. Also wenn man unterwegs ist und man hat den PC zu Hause oder das ganze Büro und man möchte die Mails trotzdem sehen, dann ist eben der Browser der Gehilfe, der das schafft, auch in einem Internetcafé. Also das ist sozusagen diese zweite Sicht, entweder mit dem Browser oder mit einem Protokoll. Geht schon?
Jetzt habe ich nur so, jeder hat ja eine Mail, jeder hat eine Mailbox, die meisten haben mehrere. Und ich habe nur versucht darzustellen, wie man da arbeiten kann. Also zum Beispiel, alle diese großen Anbieter haben einen Mechanismus, der es erlaubt, beliebig viele Mailboxen anzuschließen. Bei Google ist es so, da definiert man, aha, du hast eine Adresse bei Club Computer, dann hast du bei GMX eine Adresse oder was weiß ich wo. Und man vereinigt alle diese Adressen beim Google und fragt eigentlich nur eine einzige Adresse ab. Nämlich die von Gmail. Die von Gmail, ja. Genau so. Das kann man mit dem Browser machen oder mit dem Handy, aber man kann das auch mit dem Outlook machen, ganz egal. Also man hat aber nur eine Adresse zu verwalten. Das ist halt, sagen wir, für einen End-User ein bisschen übersichtlicher. Geht schon? Man kann auch abschicken mit den fremden Adressen. Das geht auch, ja. Das geht auch, stimmt. Man kann bei Google, wenn man sendet, sagen, mit welcher der Absenderadressen man abschickt. Funktioniert leider nicht bei jedem, aber egal, da muss man irgendwas konfigurieren. Geht, ja. Der Werner hat mich aber darauf hingewiesen, dass Google trotzdem immer hinten bei der Mail irgendwas Wichtiges dazu schreibt. Es freut mich, dass du über Google sendest oder so irgendwie. Ja. Also diese Werbung bleibt leider nicht aus. Gut, geht schon? Ich bin schon. Passt schon. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man Weiterleitungen schaltet. Bei der ersten Möglichkeit ist Google der Aktive. Google greift auf die Mailboxen zu und holt den Inhalt von dort ab. Beim Weiterleitungsprinzip ist es so, die Mailbox kriegt eine Mail und schickt sie einfach irgendwohin weiter. Ist anders. Ja? Anders als das, also das ist so ein Weiterleitungsprinzip. Schaut genauso aus wie das erste. Ich kriege die Mails auch so, aber die Art, wie man das konfiguriert, ist eine andere. Ja? Also hier muss ich die in diesen Mailboxen konfigurieren, dass ich eine Weiterleitung schalte. Bei Outlook ist es ein bisschen organisierter. Also, ja, so soll es halt sein. Wir haben Mailboxen. Beim Club habe ich eine, bei GMX habe ich eine, bei Google habe ich eine. Und jede dieser Mailboxen ist ein Konto. Und jede dieser Mailboxen wird über irgendein Protokoll an Outlook angekoppelt. Ich habe hier, das muss nicht so sein. Es können 4 Pop-Mailboxen sein oder es können 4 IMAP-Mailboxen sein oder nur Exchange-Mailboxen, ganz egal. Jedenfalls, jedes dieser möglichen Protokolle steht zur Auswahl und ich muss halt das nehmen, was der Anbieter der Mailbox mir zur Verfügung stellt. Beispielsweise GMX bietet in der kostenlosen Variante nur das POP-Protokoll an. Für das IMAP-Protokoll müsste man bezahlen. Auf der rechten Seite sieht man, dass bei einem Windows Phone Handy das auch so ähnlich funktioniert. Man hat hier auch alle Konten untereinander, hat aber, weil am Handy ist ja das Manipulieren dieser Konten nicht ganz so einfach, weil man hat ja nur eine kleine Benutzungsoberfläche. Und daher ist beim Handy das so, dass man diese Konten verbinden kann zu einem einheitlichen Konto. Ist sehr praktisch. Also ganz egal, wo eine Mail einlangt, ich sehe sie in einer kontinuierlichen Liste. Die sind nicht wirklich verbunden, sondern sie sind nur logisch verbunden. Geht schon. So. Ganz grob, ja, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Das Outlook ist eigentlich nicht ein homogenes Programm, das Mails verwaltet, sondern das Outlook verwaltet ja auch Kalender. Oder es verwaltet auch Kontakte und Gruppen und Aufgaben und Notizen. Und diese Sachen hängen eigentlich nicht so wirklich zusammen. Ein bisschen schon, weil wenn man einen Kontakt anwählt, kann man den in die Mail einfügen. Aber im Prinzip könnten das auch alles verschiedene Anwendungen sein, die aber nur aus Bequemlichkeit unter dem einen Namen Outlook zusammengefasst sind. Es ist einfach praktisch. Das geht ja Microsoft sogar in die Richtung bei Windows 10, das wieder aufzuspielen. Aber das hat bedienungstechnische Gründe, weil man das Outlook auf dem Handy ja nicht wirklich bedient. Ja, genau. Dort da gibt es ja 3 Programme dann. Nicht? Bei Outlook, man könnte auch sagen, dass das klassische Thunderbird, das war ein Mailer. Und dann gab es das Lightning, das war, glaube ich, ein Kalender und Aufgaben. Also man kann sagen, dass das Outlook eine Art Kombination aus Thunderbird und Lightning ist. Ungefähr halt, nicht? Also das
für die vom Funktionsumfang. Genau. Also das Thunderbird ist ein sehr bekanntes, kostenloses Programm. Ja? Währenddessen das Outlook ja immer Kosten verursacht. Aber vielleicht ein bisschen Werbung sollte man schon auch machen. Ich verwende ja das Office 365. Und ich finde, das ist nicht nur preiswert, das ist super. Ich kann 5 PCs damit installieren, um 99 Euro pro Jahr. Na bitte, das ist doch super. Also ich verwende nur das Outlook, gefällt mir. Gut. Was kommt jetzt noch? Kommt noch was? Ja. Ja, jetzt die Protokolle im Einzelnen. Also zu diesen komischen Buchstaben. Erklären tue ich es gar nicht, das habe ich gar nicht gemacht, weil das ist so hübsch, das SMTP, das merkt man sich einfach so als Ganzes. Das heißt Simple Mail Transfer Protokoll, aber sagen tut es niemand. Jeder sagt nur SMTP. Das SMTP ist jenes Protokoll, mit dem man sendet. Alle anderen, diese beiden anderen, die dienen zum Empfangen der Mails. Das bedeutet, wenn man so ein Konto konfiguriert, braucht man immer beide. Man braucht immer etwas zum Senden, also das SMTP, und man braucht immer eines von diesen beiden zum Empfangen. Mindestens. Ja? Wobei das POP-Protokoll, wenn man es vermeiden kann, sollte man das gar nicht in Erwägung ziehen, sondern man sollte immer das IMAP verwenden, weil wir ja alle wollen, dass wir unsere Mails auch am Handy lesen können. Und das POP-Protokoll ist ein solches, das nur in der Lage ist, etwas abzuholen vom Sender. Es kann, vom Server. Es kann aber nichts auf den Server zurückspielen. Wenn man nur eine Arbeitsstation hat, ist das egal. Da könnte man sich alles auf den einen Rechner runterholen. Aber in der heutigen Zeit hat jeder ein Handy oder ein Tablet und so weiter. Und daher scheidet eigentlich das POP als vernünftiges Protokoll für diese Arbeiten aus. Man sollte zumindest dieses IMAP haben. So, das da hier sind offene Standards. Die kann jeder benutzen, auch Google, Microsoft, alle. Das da unten ist aber eine Erfindung von Microsoft. Und die bedeutet, also ist schon sehr gescheit, die haben schon in der Anfangszeit dieser Mail-Geschichten erkannt, dass ja da ein Kalender dazugehört und Aufgaben und Kontakte. Sulschnitzel. Na bitte. Übrigens, kleine Ergänzung, falls das wer wissen will, ja. Das Protokoll heißt eigentlich bei Exchange heißt MAPI. Ja, MAPI. Das ist Exchange. Application Protocol, ich glaube, das Exchange Protocol. Ja, ich habe diese Bezeichnung genommen, weil sie, wenn man das Handy konfiguriert, sagt er das. Ja. Ja. Microsoft hat das jahrelang das MAPI eher so beschämt, weil er gemacht, ja. Und jetzt wird es wieder ganz groß auf alle Bullen drauf geschrieben. Ja. Ja, sehr schön. Wenn das geht, wenn man das kann, dann wären diese beiden Protokolle gegenüber dem anderen vorzuziehen, weil mit diesem Protokoll ja nicht nur die Mails, sondern auch die Kontakte und die Kalender synchronisiert werden. Ja? Also diese beiden können auch Kalender und Kontakte synchronisieren. Da wird uns der Werner sicher noch was dazu sagen. Wie das geht, dass wir bei unseren Mailboxen dieses Active Sync verwenden. Das sagt euch der Werner dann. Geht schon. Hier ist eine kleine der Versuch einer Darstellung, wie sich diese Protokolle verhalten. Man sieht, dass das SMTP nur etwas sendet, das POP nur etwas empfängt und bezieht sich tatsächlich nur auf Mails. Das IMAP-Protokoll kann das in beiden Richtungen und es kann auch mehrere Ordner verwalten. Man kann also seine Mails nach Personen oder nach Sachgebieten ordnen und dann hat man eben mehrere Ordner. Das geht bei dem POP-Protokoll nicht. Bei dem EAS und Exchange sieht man, dass eben damit auch diese anderen Dienste für Kontakte und Gruppen mit dem abgedeckt werden. Da unten gibt es noch diese Bordnummern, die man manchmal beim Einstellen braucht. Gibt es noch was? Ja, das konnte ich mir nicht verkneifen. Brauchen tut es keiner, gell? So ist es. Ja, aber ich wollte nur einen Eindruck davon geben, was diese zwei machen, das Outlook und der Server. Die unterhalten sich ja, so wie der Kaiser vorher. Ja? Und das ist nur so ein der Versuch. Ja? Das ist ein Telnet-Programm. Das habe ich mir um 1,50 downgeloadet.
Hier bei dem Telnet-Programm stellt man einen Mail-Server ein, also bei uns ist das mail.ccc.at. Dann stellt man einen Port ein, das ist 110 für das IMAP-Protokoll und das war es eigentlich schon. Geht schon weiter, das wollen wir also schnell überfliegen. So, also das Bob war das. Na egal, es ist ja wurscht. Das Schwarze hier sagt der Server und das Weiße hier, das sage ich. Wenn ich diese Verbindung starte mit Connect, dann meldet sie sich mit Welcome. Also der Server meldet sich mit Welcome. Ich weiß also, dass der Server da ist. Dann sage ich, User, wer bin ich? Dann sagt er, okay. Dann sage ich, was ich für ein Passwort habe. Dann sagt er, okay. Und so weiter. Aber nur, wenn es passt. Nur, wenn es passt. Ja, dann gibt es ja eine Filme. Ja, genau. Und jetzt habe ich versucht, mit dem Kommando stat abzufragen, wie viele Mails da sind. Also da sind 816 Mails drauf, mit einer, sagen wir ja, nicht lesbaren Größe. Ja? Gut. Groß. Groß. Und dann habe ich versucht, eine Mail herauszusuchen, die nicht gar so groß ist. Und bei der sechsten bin ich fündig geworden, die hat nur 3200 Zeichen. Also ich frage immer nur List 6 und er sagt mir jetzt, das ist die Meldung, die Mail 6 und die hat 3000 Zeichen. Und jetzt sieht man, wie man diese Mail mit der Nummer 6 abruft. Kannst du schon. Man sagt einfach Retrieve 6 und dann kommt, dann sendet der Server diesen Text. Also hinter diesen komischen Zeichen Pop und IMAP und wie die alle heißen, verstecken sich eigentlich ganz einfache Vorgänge der Kommunikation auf der Zeichenebene. Das wird mit ganz normalen ASCII-Zeichen geschickt und empfangen. Ganz primitiv. Ja, das war's. Also das konnte ich mir nicht verkneifen. Das muss sein. Bitte. Ja. Jetzt ist die Frage, welcher Anbieter von Mail-Diensten bietet welches Protokoll? Das Google Mail ist ja sehr verbreitet, aber da hört es beim IMAP auf. Also bis IMAP ja, Active Sync nein. Das heißt schon, wenn man zahlt. Also wenn man bei Google etwas hostet, was was kostet, also eine Homepage oder eine Firma oder irgendwas, dann bekommt man das, weil man halt ja bezahlt. Und da erfolgt ja offenbar eine Transferleistung von Google zu Microsoft. Weil Microsoft ist der Erfinder des Protokolls und Google muss halt quasi was zahlen, nicht? Nehme ich an. Nein, müssen Sie nichts zahlen. Auch nichts? Das ist frei? Fürs Active Sync nicht. Active Sync nicht. Für Exchange müssen Sie was zahlen. Ja, aber fürs Active Sync nicht. Dann verstehe ich nicht, warum Sie es nicht herschicken. Ja, okay. Müssen wir zahlen. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Google das gratis kriegt. Ich glaube es nämlich auch nicht. Das ist halt mit Geld. Also jedenfalls, er verlangt was, der Herr Google. Ja. Bis zum Jahr 2013 war es frei, übrigens. Bis zum Jahr 2013 hat es diesen Wettbewerb, also in diesem kämpferischen Sinne, nicht gegeben. Und seit ein paar Jahren ist das ein bisschen komisch. So, bei GMX fängt die Zahlerei schon früher an. Dort gibt nur das Bob und das IMAP muss man dann bezahlen. Ja, das Outlook, ja, das Outlook Desktop, das kann alles. Das ist ja nur ein, ja, das kann alles. Das ist ja ein Client, ja. Interessant ist das Outlook.com. Das Outlook.com steht in seinen Fähigkeiten in Konkurrenz mit dem Google etwa. Das bietet eben auch einen Mail-Service an und es kann über das Google hinausgehend eben auch dieses Active Sync ohne weitere Kosten. Also wenn man sich mit dem Outlook.com verbindet und jeder, der einen Windows 10 oder Windows 8 Rechner hat, wird wahrscheinlich sein Microsoft-Konto haben. Und ja, das ist dann in den USA. Ja, genau. Du, man weiß nicht. Manchmal ist es in Europa und dann wieder nicht. Das, ja. Also Microsoft sagt, wenn man es neu anlegt, bei alten Konten ist eine andere Geschichte. Ja, das sind sozusagen die Probleme. Aber bei neuen Konten ist es so, wenn man also sich beim Registrieren meldet, dass man in Österreich, also innerhalb Europa ist, ja, dann wird es auch in Europa gehostet, in Dublin ganz konkret. Ohne Zahlen, ja.
Was man halt immer hat ist, und das ist der Punkt, ist auch der Google und so weiter so, wenn man gratis das hat, ja, man zahlt de facto mit den Daten. Das heißt, wenn man sich die Datenschutzbestimmungen durchliest, ja, behält sich Microsoft vor, die Inhalte auszuwerten und so weiter etc. und für Werbung etc. zu verwenden. Ja. Also in anonymisierter Form zum Beispiel an Werbepartner weiterzuleiten. Das ist bei der bezahlten Version nicht der Fall. Das heißt, bei der bezahlten Version kriegt man, zahlt man, also nur die Frage ist, ob die implizite Zustimmung beim Verwenden dieses Dienstes dann mit den europäischen Datenschutzbestimmungen übereinstimmen ist. Ne? Wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das Outlook ist ein Programm für alles. In der neuen Windows 10 Version ist dieses Outlook in der kostenlosen Version aufgesplittet auf diese drei Teilprogramme. Sind sehr hübsch, aber da sieht man auch schon diese Analogie zum Handy. Am Handy ist es ja genauso im Prinzip. Ja? Also diese drei Funktionen findet man dann auf dem Windows 10 Handy genauso wie am Desktop. Und natürlich ist das Mail-Enable von unserem Club das Beste, das ist ja logisch. Das kann das nämlich alles inklusive. Stimmt aber eben nicht ganz, weil dieses Active Sync, das haben wir nur deswegen, weil der Werner um ein paar hundert Euro diese Lizenzen gekauft hat. Und ein paar von uns konsumieren das, kostenlos jetzt. Aber wenn wir das sozusagen generell weitergeben würden, müsste man irgendwas verlangen, aber wir wissen nicht, wie viel. Also nur zur Information. Das EAS, wir können das, aber wenn jetzt alle EAS wollen, dann haben wir nicht genug Lizenzen, glaube ich, habe ich das richtig verstanden. Ja, so, gut. Das kommt eh, das dazu, der Georgi. Wir haben also hier unten unsere Clients und verbinden uns jetzt mit verschiedenen Mail-Servern. Wobei eben durch verschiedene Umstände haben wir, wenn wir uns vom Outlook mit dem Gmail verbinden, haben wir zwar alle Mails an Bord, aber wir haben keine Kalender und keine Kontakte. Blöderweise. Das gleiche gilt für GMX. Für Outlook nicht, für Outlook.com. Ist ja klar, ist dieselbe Firma, nicht? Die versuchen natürlich, ihren Dienst gegenüber den anderen besser zu machen. Und das geht eben dadurch, dass das Outlook.com kostenlos das Active Sync Protokoll zulässt. Und dadurch gehen alle Kontakte und die Termine werden von dem Outlook.com bedient. Jetzt sind Sie aber immer auf die Gratis-Versionen jetzt, ne? Ja. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass Gmail oder Gmail genauso. Ja. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Bei Gmail ist es so, wenn man dort zahlt, also ich glaube, es genügt schon, wenn man den werbefreien Mailvertrag bezahlt, dann kriegt man das, glaube ich, schon. Bei GMX kriegt man sogar Kalender und Kontakte auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Ja. Gut. Ich glaube, das ist nur so eine Übersicht, ja, damit man weiß, wo da Probleme auftauchen können. Haben wir noch was? Ja, das ist eine Übersicht über ein paar von meinen Konten da und ich habe die brav in Outlook alle implementiert. Der Georgi weiß, wie oft. Ja. Das lag aber nicht allein daran, dass das Outlook so schlecht ist. Im Gegenteil, jetzt ist es ja ruhig, Gott sei Dank. Aber das lag an den vielen Experimenten, die ich damit gemacht habe und dadurch war das schon immer ganz übersichtlich. Also hier sieht man auch, welches Protokoll ich wo verwende. Active Sync und das GMX geht eben leider nur mit POP. Das geht nicht anders. Also wenn ich Kalender importiere, dann von diesen drei Quellen. Geht schon? So, ein Beispiel nur. Das kommt sicher beim Georgi noch einmal vor. Ich sage es jetzt nur eben, was das ist. Das ist die Einstellkonsole für das IMAP-Protokoll. Und jetzt bitte gleich weiter. Na, IMAP-Protokoll behandle ich nicht. Ja, das kann man dann da nachschauen. Ich wollte jetzt nur zeigen, auf der rechten Seite sieht man den Kalender von unserem Mail-Server. Da habe ich ein paar Termine eingetragen und auf der linken Seite sieht man den Kalender von Outlook. Das wird nicht darunter gespiegelt. Ja, wichtig. Wenn man das IMAP-Protokoll verwendet, gibt es keine verbundenen Kalender. Man hat natürlich einen Kalender lokal, aber der ist nicht am Server. Steht sogar explizit da in Klammern nur dieser Computer. Genau, stimmt, ja, genau. Das haben Sie darauf hingewiesen, ja. Ja, gut. Okay, nächstes. Ich sage jetzt, und jetzt habe ich das Active Sync Protokoll aktiviert. Das ist eben möglich, weil der Werner diese Lizenzen gekauft hat. Und jetzt,
Da sieht man auch, was man da genau einstellen muss, kann man sich dann anschauen. Und beim nächsten sieht man jetzt genau das gleiche Bild. Geht schon? Jetzt sieht man hier wieder diese gleichen Termine und jetzt werden diese Termine hier hineingespiegelt. Und das bedeutet eben, dass dieses ActiveSync-Protokoll in der Lage ist, dass wir in Gruppen zusammenarbeiten. Wenn wir also zum Beispiel alle miteinander eine clubcomputer.at-Adresse haben, dann können wir unsere Kalender austauschen. Muss man nicht auf der großen Basis machen, man kann auch eine Domäne haben, eine eigene. Ich habe zum Beispiel fiala.cc, benutze also nur zum Testen und ich tue meiner Frau Termine vorschreiben, und damit ich sehe, dass das funktioniert. Sie benutzt es ja nicht. Drei Kalender hast du dann? Du musst die drei haben, du hast einen Hauptkalender, bei den anderen hast du keine Kalender. Also dort, wo es um Kommunikation geht, dort definiert man den Kalender. Ich habe es mit Florian ja, gemeinsam. Bitte. Kann eigentlich das Kalender von zwei Usern miteinander sind? Nein. Man kann nur den Kalender von dem User anschauen, und ich glaube auch, das hängt, der User, der Partner, gibt mir einen Kalender frei. Den kann ich jetzt neben meinem Kalender stehen haben, oder ich kann sie auch übereinander legen, damit sehe ich das besser. Was heißt jetzt zünden? Ja, das wäre ja, ja, das geht schon, aber das wäre ja, dann müsste sie ja das gleiche Konto haben wie ich. Ja, pass auf, ich kann schon in ihr Konto was eintragen, wenn sie mir die Schreibrechte dazu gibt. Ich will einen Termin in einem Kalender, in meinem eintragen und sie schreiben ihr drin. Bitte, da hätte ich einen Vorschlag. Wenn es Termine gibt, die mehrere betreffen, sei es nur zwei, dann erzeugt man einen neuen Kalender und dieser Kalender heißt Sie und ich. So, Norbert. Ja, bitte. Franz, was sind? Bitte? Der Punkt ist, diese Kalender sind immer personenbezogen. Ja? Weil, nein, ich weiß nicht, ob es leider ist. Ja? Ich finde es prinzipiell eine gute Sache, weil die meisten Termine sind auch auf eine Person bezogen. Ja? Das heißt, entweder gehe ich wohin oder meine Frau geht wohin oder wir gehen gemeinsam wohin. Ja? Die drei Möglichkeiten gibt es, oder es geht niemand dorthin. Das ist am einfachsten. So, wenn wir jetzt gemeinsam wohin gehen, ich weiß, die Diskussion habe ich mit meinen Eltern auch immer, ja, dann ist es die beste Methode, ja, es hat jeder seinen getrennten Kalender, ja, aber ich mache jetzt den Termin zum Beispiel aus, ja, gehen wir ins Theater oder was auch immer wohin, ja, trage das in meinem Kalender ein und man kann eine sogenannte Besprechung erstellen, eine Besprechungsanfrage. Das heißt, man tragt dann ja, den Partner dort ein, man lädt ihn quasi ein, der kriegt das per Mail, ja, und der sagt, akzeptiert, wahrscheinlich wird er akzeptieren, hoffentlich, ja, akzeptiert, und sobald er das akzeptiert, hat er das in seinem Kalender auch drinnen, ja, oder in ihrem Kalender. Wenn ich meinen Termin bei mir ändere, ja, dann wird automatisch auch wieder eine Aktualisierungsanfrage beim anderen geschickt. Ja. Das ist die beste Methode, weil das eben auch auf die Handys geht. Ja, die Geschichte, ja, weil es steht ja in seinem eigenen Kalender, hat das drinnen und so weiter. Das kann auch der andere wieder absagen, auch jederzeit nachträglich. Und er kann einen anderen Termin vorschlagen. Oder kann einen anderen Zeit soweit vorschlagen, ja? Aber gibt es ein Tool, das Kalender mehrere User? Ja, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, also bei Exchange, erstens einmal kann ich zusätzliche Kalender eintragen, das ist schon ein Vorgriff auf den nächsten Abend, gell? Man kann zusätzliche Kalender im Outlook anlegen, ja? Und ich kann diese Kalender auch wiederum freigeben, sodass der andere das sieht. Das Problem sind alles diese Geräte. Ja? Genau. Auf denen geht das nicht, unterstützen alle nicht der zusätzliche Kalender. Ja? Soll ich hierher zeigen, die zusätzlichen Kalender? Geht das? Bei mir geht's. Ja. Ja, echt? Ja. Wir haben im Konten, oder? Man muss das richtige Programm finden. Okay. Genau. Ich kann es da gerne herzeigen. Okay. Ja. Also gut, mit dem Zusatztools habe ich den. Könnt ihr euch dann unterhalten, genauer, weil ja. Kalender sind nämlich das Thema vom nächsten Mal. Nächstes Mal, gut. Aber das schauen wir uns noch an. Moment. Ja, geht weiter? Schon. Ich glaube, ja, kann es schon weitergehen? Ja. Das ist also, ich möchte jetzt gern dann dem Georgi weitergeben. Das sind nur Speicherorte
die ich herausgefunden habe, wo sich Outlook befindet auf dem PC. Es sind also vier Ordner, die ich entdeckt habe. Der erste Ort, Speicherort ist für PSD-Dateien, für Personal Storage, und das, die OS-Dateien, das ist nur ein Cache-Speicher, und das Programm und Config-Dateien. Ja, das ist nicht so wichtig. Es fehlt allerdings was. In der Registry befinden sich die Profile. Aha, gut. Okay. Ja, und das, diese Folie ist, dient also auch eher zum Nachschauen, aber, entschuldige. Zu der Outlook-Datei zum Speichern habe ich einen Vorschlag. Wenn das dort mit den Kollegen schon erwähnt hat, wenn die Computerabsturz haben und wenn die keine Sicherungen haben, dann ist die Outlook-Datei weg. Und darum empfehle ich die Outlook-Datei nicht auf standardmäßig oder sagt C, Outlook, bla 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 zu installieren, sondern auf einen zweiten Laufwerk, in der Regel D. Und wenn der Computer wirklich komplett abstürzt und ich muss nicht absetzen, dann überschreibt er mal am C, weil meine Datei auf Dora, die ist immer noch unbeschädigt. Du meinst die PSD-Dateien, oder wie? Meiner Erfahrung nach werden aber diese PSD-Dateien nicht angetastet bei einer Neuinstallation. Die bleiben. Wenn die Festplatte kaputt ist. Achso, wenn die Festplatte. Ja, okay. Da, nur, Roman, bitte. Es gibt eine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren Support Outlook, ja. Und das hat sogar einer vom Exchange-Programmierteam einmal gesagt und vom Outlook-Programmierteam bei Microsoft. Ich zitiere jetzt Englisch, ja, PSDs are evil, ja, sprich sind des Teufels, ja, also PSDs. PSDs neigen ab etwa einem Gigabyte Aufwärtsgröße, ja, haben einen unbändigen Selbstzerstörungstrieb. Ja. Das heißt, ohne dass der Computer oder sonst irgendwas abschließt, kommt ein Fehler. Ja. Würde ich mal sagen, es steigt mit jedem Byte, das man in einer PSD-Datei jenseits von 1 Gigabyte circa so ungefähr reinspeichert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann mal kaputt ist und alles weg ist. Ja. Und das ist jetzt, das muss ich wieder Werbung machen für den Clubcomputer und was der Franz davor gesagt hat, ja. Das ist auch der große Vorteil von diesem Active-Sync-Protokoll oder auch vom Exchange-Protokoll von MAPI, ja, wenn man dann nur diese OSD dabei lokal hat. Ja, und das ist im Prinzip nur eine Kopie dessen, was in Ihrem Server gespeichert ist. Ja. Das heißt, sollte die OSD-Datei beschädigt werden, was übrigens ungefähr genauso oft vorkommt wie bei den PSD-Dateien, ja, dann lösche ich die Datei, dann lade halt alles noch einmal runter, aber es ist alles noch am Server und es geht nichts verloren. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig archiviert, dann wird dieses Archivieren ja in eine BSD-Datei geschrieben. Ja, das rät Microsoft mittlerweile davon ab, ja. Aha. Was? Man soll nicht archivieren? Man soll nicht archivieren. Aber jetzt gehen wir nachher noch. Gut, okay. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende mit diesen paar Folien. Microsoft-Software 512 soll man nicht übersteigen. Ja, Sie sagen schon mittlerweile bei einem neuen Auflösung 2007, aber ich kann nicht. Dankeschön. Aber die Praxis ist etwas anders. So, bis jetzt war das der amüsante Teil des Abends. Jetzt beginnt die Knochenarbeit. Ich möchte dazu sagen, dass das, was ich jetzt in der Folge bringe, das ist das Thema Mail, das Thema Profile und das Thema Datendateien. Diese drei Punkte kommen heute noch dran. Kontakte, Kalender, Aufgaben und Junkmail kommen das nächste Mal dran. Ich habe diesen Teil, der jetzt kommt, nicht so schön gemacht, wie das der Franz gemacht hat, mit schönem großen Text und farbig und Bildchen und so, aufgelockert, sondern ich habe eine Bedienungsanleitung für bestimmte Dinge gemacht und die habe ich in Form von Screenshots gemacht. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr jetzt von der Clubcomputer-Homepage herunterladet, dort wo der Franz gesagt hat, Büro Clubcomputer.at unter Materialien zum Beispiel findet man, das hat er so vorher erwähnt, findet man eine Datei, aber man findet sie auch auf cclubcomputer.at. Eine PDF-Datei über alles, über das gesamte Programm von heute Abend. Die muss ich allerdings noch herstellen, aber wenn ihr sie ab morgen runterladen wollt, ist sie aktuell. Dort habt ihr dann die Screenshots einen nach dem anderen drinnen und eine Bedienungsanleitung bei euch zu Hause. Wenn ihr es hier zum Beispiel auf der, hier nicht gut genug sehen könnt, dann kann ich, hoppala, dann kann ich hier eines machen.
Da ist es. Das werde ich mal aufheben. So, dann kann man das größer machen und ihr seht hier unten zum Beispiel das, was ich euch zeigen möchte. Wenn man Outlook installiert hat, das dauert ein Zeitl, und man startet das Programm das erste Mal, dann will das Programm unbedingt Konten anlegen. Ist auch verständlich, weil das Outlook ist ja dazu da, dass man zum Beispiel Mails transportiert und dazu braucht man Konten. Wir behandeln hier nicht die komplizierteren und bequemeren Fälle, wie es der Franz dargestellt hat, dass man Konten zusammensammelt bei Gmail oder ähnlichem mehr. Wir nehmen Outlook heran und verbinden das mit einem GMX-Konto und wir verbinden es mit einem Clubcomputer-Konto. Das sind die beiden Beispiele, die ich bringen werde, weil es ist sehr langweilig, wenn man das mit mehr Kontentypen macht und ihr schlauft es mir sonst ein und ich glaube, das ist nicht das Richtige. Wir können hier, schauen wir mal, da oben steht E-Mail-Konto und unten steht manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen. Ich rate davon ab, das automatisch einrichten zu lassen, das POP-Konto oder auch das ActiveSync-Konto, weil die automatische Auflösung und Übertragung der Anmeldeinformationen funktioniert dann für ein nicht gesichertes Protokoll. Also ungesichert wollen wir nicht mehr und daher machen wir es zu Fuß. Das hat den Vorteil, dass Sie auch drinnen in den Folien die tatsächlichen Portnummern und Ähnliches drin stehen haben. Wir sagen also, wir möchten es gerne. Jetzt nur Rückfrage, könnt ihr das lesen, was da steht, oder ist das für euch eh unsichtbar? Ja, dann machen wir es so, jetzt kann man es lesen. Das ist gleich groß, das hat sich nichts geändert. Ah, das bleibt dort gleich groß am Bildschirm. Dann haben wir ein Pech, dann kann ich euch nicht helfen. Ich kann es größer machen. Ich wüsste nicht, wie das ändern soll. Die Lupe kannst du da aktivieren, es gibt eine Lupe, die man aktivieren. Ich verstehe die nicht. Eine Lupe gibt es, die man aktivieren könnte. Ja, aber die funktioniert auf meinem Bildschirm, aber nicht dort. Habe ich gerade gemacht. Lies uns vor. Ja, das, na, da steht, wir wollen. Du müsstest nur daher schauen, um zu sehen, was er selber draus macht. Sobald ich das Outlook starte, sagt er erweitern. Und dann habe ich zwei Screens und nichts geben mehr. Das ist PowerPoint. Ja, also wie gesagt, wir legen jetzt ein Konto mit Exchange Active Sync an. Server-Einstellungen, ich meine, es hat nicht viel Sinn, das alles vorzubeten. Du tragst den Namen ein, du tragst die E-Mail-Adresse ein, du tragst eas.clubcomputer.at ein und den Benutzernamen, der ist bei unserem Clubcomputer-Konto, zum Beispiel georgi@clubcomputer.at oder Franz ffiala@clubcomputer.at und wie sie alle heißen mögen. Und dazu unser Kennwort. Das Kennwort wollen wir speichern. Wenn wir das gemacht haben, hat beim nächsten Bildschirm, den man sieht, muss man gleich mal umdrehen und schauen, ob man den sieht. Ja, also gar so schlecht ist es eh nicht. Nur in der ersten. Die anderen sollen sie föhnen, stehe ich ja nichts. Ja. Open Cooker, das war früher so. Die Folien kriegt sie eh zum Oberladen. Na eben. Ihr kriegt, wenn ihr das PDF herunterladet, könnt ihr es genau auf eurem Bildschirm sehen. In Naturgröße kann man gut lesen. Mit Screenshots ist es leider so. Ich kann es nicht viel anders machen als abbilden. Wir sehen auf dem Bildchen jetzt, dass der Exchange Active Sync E-Mail Server bereits funktioniert hat. Der Austausch hat erfolgt. Es hat funktioniert, die Anmeldung. Und wir sind fertig damit. Als nächstes gleich, ohne dass wir noch viel mit Outlook herumtun, fügen wir ein zweites Konto hinzu.
Man fährt bei Outlook auf, das zeige ich vielleicht am besten her. Man geht zur Datei. Wir sehen da nichts. Ja. Aha. Ah ja, genau, jetzt weiß ich, warum du es nicht siehst. Den Dorf dupliziert gestern. Jetzt siehst du was. Stimmt's? Ja. Jetzt sieht man was. So. Ja, jetzt wird auch die Lupe funktionieren. Man geht auf Datei, Konto hinzufügen und da beginnt diese Maske. Da tragt man ein, Ihr Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und so weiter. Ich bricht es aber ab, weil ich möchte es aus dem Vortrag bringen. Entschuldigung, ich glaube, jetzt geht die Lupe, oder? Ja. Ja. So, ich sag wieder, ich möchte manuell konfigurieren und zusätzliche Servertypen. Aber jetzt kann ich nicht weiterschalten, muss ich das da nehmen. Ja, so. Ich sage dann POP oder IMED, weil es wird ein GMX-Konto, brauche ich also POP. Ich habe extra angelegt einen Bastel-User auf unserem Mail-Enable-Server, auf dem GMX-Server, der heißt CC-User, ccuser@gmx.at. Eingetragen wird POP, ausgewählt wird POP 3. Wichtig ist, dass man sich bei GMX die Informationen holt oder dann hier in das PDF hineinschaut. Die Server heißen pop-gmx.net und mail-gmx.net. Interessanterweise heißt der SMTP-Server nicht SMTP-gmx.net, sondern mail-gmx.net. Ja, man muss es halt wissen. Beim AOL ist das Server. Ja, das mag schon sein, wo es noch überall so ist. In der Regel ist es so, wenn du es bei einem konkreten Konto ausprobieren magst, ist es falsch. Das heißt, das ist das, was die Erfahrung zeigt. Und deswegen haben wir das, hier aufgeschrieben. Ich gehe zu weiteren Einstellungen, die sind wichtig. Ich habe hier eingetragen auch die Antwortadresse, das ist das, was ich rot eingefärbt habe. Die Antwortadresse, weil wenn ich eine Antwort bekomme von meinem Mail-Partner, dann hätte ich ja gerne vorgeschrieben, dass sie an mich zurückgeht. Oder ich könnte auch eine andere E-Mail-Adresse eintragen, wenn ich woanders hin die Rückantwort haben möchte. Also das kann man ruhig ausfüllen. Ich fülle das nie aus. Bitte? Das geht aber automatisch. Ja. Wenn man es nicht angeht, geht es auch. Ja, ich habe es gewohnheitsmäßig, trage es ein, um ihm keine Freiheiten zu lassen. Für den Postausgangsserver muss man angeben, er erfordert Authentifizierung und die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver. Das ist echt fad, wenn ich das vorlese. Ihr habt das Bild da stehen, ihr müsst das nur gleich machen. Ja, die Frage ist, wann mache ich die Sicherheit und wann darf ich es nicht machen? Und wann musst du was? Ja, das Anklicken gesicherte Kennwort authentifizieren. Bei GMX, das ist ein Konto also auf GMX. Okay. Und ein GMX wollen wir mit einer sicheren Verbindung haben. Aber bei manchen geht es gar nicht. Also bei heute relevanten Mail-Diensten geht es immer. Also warum sollte man, ganz kurz, George, warum sollte man nicht gesichert verwenden? Also warum sollte man immer wenn nicht man, verwenden? Weil wenn ihr irgendwo in einem, weiß ich nicht, McDonald's seid, sondern ein öffentliches WLAN dort verwendet, dann kann jeder, der gleich sitzt, das Kennwort mitlesen. Und das passiert auch. Das heißt, sobald ihr ein Handy verwendet, um eure Mail abzufragen und irgendwie über öffentliche WLAN-Hotspots geht, muss man unbedingt gesichert verwenden. Beim Mitlesen meinst du jetzt aber nicht draufschauen, sondern elektronisch? Elektronisch mitlesen. Ja, das heißt, irgendjemand, der Nachbar, kann euer Passwort auslesen, wenn ihr euch in einem WLAN-Hotspot anmeldet. Womit? Und ganz einfach. Gibt es da sogar, als Appliance, ne?
ja. Wo man das einfach nur, der braucht das nur hinlegen, ja, konfiguriert das in meinem Browser und der vergisst es unterm Tisch irgendwo. Ja, und am Ende des Tages holt er das wieder ab, ja, und hat tausende Kennwörter drauf. Ja, aber das Darknet ist ja etwas, was wir braven Leute ja gar nicht kennen. Nein. Ja, klar. Das kennt man trotzdem. Ja, genau. Das ist der Punkt. Ja, aber wenn du deinen Gegner kennst, dann... Genau. Verschlüsselt man die Verbindung. Richtig. Deswegen habe ich gesagt, wir wollen es nicht automatisch machen lassen, weil die ganze Prozedur, die wir hier jetzt mit der Hand machen, könnte das Outlook ja automatisch abwickeln. Aber da ist es nicht eingestellt auf eine verschlüsselte Verbindung, gesicherte Verbindung, sondern auf eine unverschlüsselte, ungesicherte Verbindung. Und verwendet das Port 25 und 110 und was weiß der Kuckuck alles. Und das ist das, was der Werner gesagt hat, dann kann jeder mitlesen. Leider kann ich das rechte Ding nicht groß zeigen. Erlaubt man nicht weiter rüber zu fahren. Warum, weiß ich nicht. Ist eben so. Das sind die Ports sind besonders einzutragen, 995 und 587 und TLS. Also das ist wichtig, dass ihr das haltet, was da drinnen steht. Jetzt, wenn man durchgekommen ist bis jetzt, kann man die Einstellungen testen. Da gibt es in dem Fenster einen Button, wo drauf steht Kontoeinstellungen testen. Daraufhin schickt das Ding eine Mail an sich selbst über den Server. Und man sieht im rechten, das glaube ich, das geht sich gerade noch aus. Beim Posteingangsserver anmelden, POP3 hat er Hackerl gekriegt und Testnachricht senden hat er Hackerl gekriegt. Das heißt, der hat ausgetestet, ob die Mail-Kommunikation funktioniert. Es klappt und das war es auch schon. Da hier ist die Kontoeinstellungen testen. Also das Stickel war das gerade. Wenn wir jetzt auf Weiter gehen, testet das noch einmal, aber das habe ich nicht aufgezeichnet und wir sind fertig. Outlook fragt die Postfächer in zyklischen Intervallen ab und jetzt nach dem ersten Mal abfragen, sieht man hier die Statusinformationen. Ich habe georgieclubcomputer.at die Nachrichten senden und empfangen durchgeführt, CC-User Nachrichten senden und Nachrichten empfangen, das sind zwei Jobs gewesen. Und was wir hier noch nicht erklärt haben, aber da ich schon installiert habe, hatte, wie ich den Screenshot gemacht habe, sind die Internetkalender-Abonnements schon erinnert, die kommen erst nächsten Clubabend zum Sprechen. Kurze Frage, ja? Beim Bob 3, ist es so, dass er automatisch die Mails vom Server löscht, so wie es default eingestellt war? Früher? Das kann man einstellen. Das kann man einstellen. Beim ersten Mal einstellen, ja, macht er automatisch einen Abruf, ja, und dann sind sie am Server alle weg. Richtig, so ist es. Nein, nicht weg, sondern da sind sie oben. Also ersten Mal kann man das ja einstellen. Ja. Ja, aber hast du nichts einstellt, dann default, wer dieses bleibt oben. Ja, du brauchst ja nicht, wenn du Kopie aller Nachrichten auf dem Server benutzt. Ja, schon, genau, aber das... Da muss man aufpassen, dass man das nicht übergeht. Ne? Nein, es steht da drinnen. Ich habe zum Beispiel eingestellt, vom Server nach 14 Tagen entfernen. Ja. Damit kann ich also insbesondere mit zwei Rechnern Pop-Konten längere Zeit abfragen. Ja, aber meine Frage war, ist das so default oder hast du das... Das habe ich so eingestellt, das ist nicht default. Das ist nicht default. Ja, du hast mich... Und deswegen meine ich, über den Punkt darf man dann nicht drüber gehen, weil sonst sind sie erst vom Server... Ja, ist ja ein wichtiger Punkt, den habe ich vorher übersehen. Also ein wichtiger Punkt, dass man das angibt, wenn man... Von zwei Rechnern das Bob-Konto abfragen möchte. Also zum Beispiel ein Rechner, ein Handy. Zum Beispiel, ja. Man braucht sie überhaupt nie löschen. Dann werden sie automatisch gelöscht, wenn sie ja bestimmte vom Mail-Provider, also von dem Mail-Dienst-Provider, spezifizierte... Nein, gibt es verschiedene. Bei GMX kriegst du eine Meldung. Der Mail geht dann immer zum Beispiel,
dann schreibt, dass das voll ist, das Postfach. Richtig. Beim AON zum Beispiel, wenn es voll ist, kriegt er eine Fehlermeldung, der Absender, dass der Speicher exceeded ist. Und na, du kriegst eine Mail, haben... Nein, du kriegst gar nichts. Also, du als Empfänger kriegst gar nichts, wenn die Mailbox so voll ist, zum Beispiel. Nein, sondern ich kriege automatisch. Beim Senden kriegst du das. Beim Cello ist es so, da kriege ich eine Mail, kommt voll. Ja. Das machen die Provider unterschiedlich. Bitte. Es gibt noch einen anderen Aspekt ja, bei POP, warum man die Mails wirklich nicht am Server im großen Stil halten sollte. Und das dann wieder betrifft für die Smartphones. Ja. Wie der Franz vorher sehr schön erklärt hat, wie das POP-Protokoll funktioniert. Ja. Ist es so, dass wenn ich zum Beispiel 200 Mails im Posteingang habe, ja, dann muss das Handy ja, jedes Mal beim POP abfragen, ja, jedes einzelne Mail, auch dass ich schon heruntersynchronisiert habe, trotzdem noch einmal abrufen ja, und zu schauen, ob das eh noch das gleiche ist. Ja. So, das kostet erstens Datenvolumen und zwar ziemlich viel, ja, wenn man das in regelmäßigen Abstand hat. Und was noch viel wichtiger ist, weil die meisten sagen ja eh genug Datenvolumen, ja, aber Akku kostet das enorm viel. Ja. Das heißt, wenn man so ein Postfach mit 200 Mails in der Inbox ja, mit dem Handy ständig synchronisiert, ja, dann ist gut 20% Akkuleistung pro Tag, ja, wenn man alle 3 Stunden synchronisiert. Danke, das ist ein guter Input, weil jetzt, ich glaube, ich habe um die 200 herumliegen. Das betrifft übrigens auch IMAP 4, nur bei IMAP 4 kann man es leichter handeln, wenn man dann einfach die Mails aus dem Posteingang rausschiebt. Ja. Ja. Eine kurze Frage, also, wozu brauche ich bestehendes Mails synchronisiert, das ist schon mehr Ordnung. Das betrifft eigentlich nur 200. Das heißt, wenn ich 200 um habe, muss ich nur genau einmal synchronisieren und dann nur alle nachfolgenden. Ja, das geht aber im POP leider nicht anders. Doch, ach so, POP ist nicht dafür vorgesehen. So, jetzt sehen wir das erste Mal unser Outlook. Und auf der linken Seite sehen wir das georgie@clubcomputer.at Konto mit dem Posteingang, Entwürfen, gesendete Elemente und etc. immer mehr. Und ganz unten sieht man den ccuser@gmx.at. Leider funktioniert die Lupe in der Auflösung nicht so, wie ich das gerne hätte, dass ich bis an den Rand fahren kann. Aber man sieht, das zweite Konto ist auch da. Wenn man keinen Posteingang selbst selektiert hat, dann sieht man hier die Ansicht, die heißt heute. Da sieht man dann, heute gibt es einen bestimmten Termin um 18 Uhr. Und es gibt, was weiß ich, am Mittwoch die 2 Termine und es gibt ein paar Tasks, Aufgaben, die Mailen nehmen, was testen, was anders getestet ist, fertig. Und es gibt Nachrichten, wie viele im Posteingang. Also eine Übersichtsdarstellung. Wir wollen eine neue Mail verfassen, weil das ist ja eigentlich der Witz der Sache. Wenn man keine schreiben wollen, braucht man das ganze Outlook nicht wahrscheinlich. Man sagt, hier links sieht man wiederum, neue Mail, da klickt man drauf und dann kommt dieses Formular. Und wenn man neu anfängt mit Outlook, dann ist im sogenannten Cache noch keine E-Mail-Adresse drin gespeichert. Das heißt, wenn ich hier anfange bei Phone etwas zu schreiben, dann hilft mir das Programm dabei nicht. Es ist also gescheiter, ich klicke auf das Phone drauf und gehe ins Adressbuch. Im Adressbuch kann ich mir dann zum Beispiel den Franz Fiala aussuchen. Und um ihn dann auch hier in das Phone-Field zu bekommen, das Anfeld zu bekommen, muss ich da unten auf Anklicken. Also das geht sich wieder nicht aus mit der Lupe. Ja. Also ins Anfeld, dann kommt der Fiala da herein und dann kann ich auf OK drücken. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und sobald ich denn das erste Mal ausgewählt habe und an ihn schreibe, ist das Ding im Cache und ich brauche dann das nächste Mal nur ein F drucken und der Franz Fiala @clubcomputer.at ist schon da. Es gibt Hilfsprogramme, die man sich im Internet besorgen kann, wo man das Cache manipulieren kann oder den Cache, wie heißt der oder das?
muss ich meine Frau fragen. Okay, sie ist leider nicht da. Also im Cache sind die Dinge drinnen und manipulieren kann man das nur mit Hilfsprogrammen, wenn man das will. Ich habe das bis jetzt nie gemacht und nicht gebraucht. Also löschen kann man. Löschen kann man es. Aber das hat nur dann einen Sinn, wenn die Sachen, die drin sind, falsch sind. Ja, das kommt oft vor. Und wie lösche ich das? Wenn es vorgeschlagen wird, einfach also das auswählen, also mit der Maus und Cursor runter und dann entfernen, Taste auf der Tastatur und dann ist gelöscht. Ja, das ist die eine Zeile draußen. Nein, ich zeig das. Das ist im Cache löschen. Genau das. Ich zeig das. Ich zeig das. Neue Mail. Und dann fange ich da an mit F und der Franz Führer ist schon da und da hinten aus der Xl. Und mit dem Xl kannst du löschen. Dann ist der. Oder mit der Entfernen-Taste. Ja, geht auch, aber ich sage einmal, mit dem Xl fühle ich mich wohler, weil da weiß ich genau, was gemeint ist. Ja, aber ich glaube, in der alten Version, da ist das X da nicht dabei. Das heißt, ja, dann würde ich einmal vorschlagen, relativ neueres Outlook zu besorgen. Ja, kommt schon, Hast du noch Windows XP? Windows XP? Nein. Nicht? 7. Wow, toll. Aber glaube ich Outlook 7. 2007. Ja? Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn ich eine Mailadresse habe, die genauso heißt wie eine Gruppe, im Outlook, also in der Kontakte einer Gruppe, dann kann ich die Gruppe nicht mehr wählen, weil dann immer die Adresse vorschlägt, aber nicht die Gruppe. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Abwägung? Natürlich, nenn es nicht so. Ich halte es für extrem sinnvoll, solche Mismatches zu vermeiden von vornherein. Also wenn man darauf abstellt, dass man gerne eine Mailadresse und eine Gruppenbezeichnung gleich haben möchte, das ist irgendwie abwegig, habe ich das Gefühl. Wie soll das eindeutig identifizierbar sein? Indem, dass die Gruppe dafür schaut. Also, ich bin sicher, durch geeignete Benennung lasse ich das Problem vermeiden. Also ich habe zum Beispiel einen Chor. Dieser Chor heißt Vocalistics. Jetzt heißt die Mailadresse vom Chor chor@vocalistics.at. Ja. Jetzt habe ich natürlich eine Gruppe, die heißt Vocalistics, wo die Mitglieder der Gruppe drin sind. Ja. Ich habe keine Chance mehr, die Gruppe auszuwählen. Oh ja, wenn man es anfällt kriegt und dann aus dem Kontakt geht das schon. Ja, und da ist eben jetzt auch die zweite Frage direkt angeknüpft, wenn ich ins Anfeld kriege, kriegt nur meine Kontakte. Bekomme ich auch irgendwelche freigegebenen Kontakte, weil die Chor-Vocalistics nicht wirklich meine Mailadresse. Wir müssen einen Vorgriff machen, aber in zwei Wochen kommt das Thema. Okay, ja, es geht. Also wenn ich auf das Anfeld draufklicke, bekomme ich das Adressbuch. Und solange ich das im Adressbuch etwas selektiere, ja, da gibt es aber keine Gruppen. Aber ich kann Gruppen definieren, ne? Oder ja, das kannst du schon. Und was ist dann beim Anfeld oder wie kommt das dann da rein? Roman, wie ist das? Ich habe keine Gruppen in meinem Adressbuch. Scheinen die Gruppen im Adressbuch auf? Ja, scheinen auf. Erkenne ich, dass es eine Gruppe ist? Ja, das hat ein anderes Icon. Ja, das sind zwei. Aha. Das sind zwei statt einer. Statt ein Maxim. Außerdem steht hinter Lauten von E-Mail-Adressen. Ja. Eine Erfahrung, das kann ich schon jetzt heute sagen, wenn es nächste Woche nicht das Einstieg abhält oder immer nächste Woche. Ich persönlich bin kein wahnsinniger Freund von diesen Kontaktgruppen. Ich habe eine relativ schlechte Erfahrung damit gemacht. Das Problem von diesen Outlook-Kontaktgruppen ist, man denkt sich, na gut, ich lege meine Outlook-Kontakte an, ja, und dann schmeiße ich die Kontakte in eine Gruppe, um sie weiter zu adressieren. Ja. Und dann kommt irgendwer daher und ändert seine E-Mail-Adresse. Und das kommt häufiger vor, als man sich als einem lieb ist. Ja. Und man ändert den Kontakt. Und was einem nicht bewusst ist, ja, Outlook ändert nicht automatisch die E-Mail-Adresse in der Kontaktgruppe, sondern muss dann in die Kontaktgruppe reingehen, den Kontakt rauslöschen und wieder reintun und dann. Dann geht es halt wieder. Also es ist mühsam. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt immer in der Gruppe 5 oder 6 Leute habe, dann muss ich alle einzeln sozusagen da hineinschaufeln. Ja, dann nimmst du die Mail vom letzten Mal. Naja, das ist alles ausgewählt. Das macht dann Sinn, sage ich zu meiner Firma, wenn man Abteilungen zusammenfasst,
wo sich die Domain nicht ändert und wo jeder von der Firma eine E-Mail-Adresse zur Verfügung hat. Aber dann geht es ja über Active Directory. Genau. Also man kann auf den, genau, die Geschichte ist, wenn man halt den Action-Server und so weiter, kann man den Server mit Administrator bieten, beziehungsweise bei einer moderneren Version kann man es teilweise sogar schon selber machen, dass der dann so einen entsprechenden Verteiler serverseitig anlegt, ja, und dann geht das eben. Das geht auch bei manchen E-Mail-Providern, ich glaube bei GMX geht das auch, ja, sogar, dass man serverseitig einen Verteiler anlegt. Ja, XCC gibt es. Ja. Okay. Tun wir weiter. So, wir haben also eine E-Mail soweit neu verfasst, dass also der Franz Fierler im Anfeld steht. Wir haben im Betreff was hineingeschrieben und auch irgendeinen Blabla-Text im Body. Und wenn man auch ein BCC-Field braucht, muss man es unter Optionen freischalten. Also, wenn ich hier nicht nur An und CC haben möchte, dann muss ich da hier unter. Brauchst nur drauf drücken auf CC. Du auf CC und dann hast du unten alle drei. Du hast jetzt alle drei. Schon, und wenn ich da draufklicke, dann habe ich es hier. Ja, nein, du musst nur einer rein, du musst BCC eine, und dann auswählen und dann auf BCC drücken. Ja, aber du kannst das hier oben auch aktivieren. Genau. Und jetzt habe ich das BCC-Feld bekommen, wenn ich es wieder loswerden will. Ja, okay, gut. Also das ist auch die Möglichkeit. Aber ja, es gibt so magst, aber du kannst das ja fix von vorhin. Aber es gibt die Möglichkeiten unter Optionen, das BCC-Feld ein- und wegzuschalten. Und das wollte ich eigentlich sagen. Ja, das ist doch schön. Aber das Problem ist ja, du hast den halberten Bildschirm mit irgendwelchen Dings angefüllt und den Text siehst du. Ja, dann lass das BCC-Field weg. Es ist ja, dann wird die anderen ausblenden. Ja, also wie auch immer. So, wir haben das geschrieben. Das BCC-Field habe ich erwähnt. Ja, und noch was ist bei den Optionen. Lesebestätigung anfordern gibt es unter Optionen. Falls ich haben möchte, dass ich eine Lesebestätigung bekomme, dann muss ich das unter Optionen machen. Also die Übermittlungsbestätigung ist eigentlich eher erfüllen müssen, wenn es nicht übermittelt wird. Ne? Also da hätte ich mich nicht drauf verlassen. Das kommt auf den Fängerserver. Bei der Lesebestätigung bekommt ja dein Fänger ein Pop-up, ja, und der sagt, willst du das bestätigen oder nicht? Das kannst du auch wirklich. Ja, ja, natürlich kannst du. Also erstens zu den Lesebestätigungen und Abendübermittlungsbestätigungen. Erstens einmal Lesebestätigung. Also ich finde die Übermittlungsbestätigungen wesentlich sinnvoller, weil die zeigen mir an, das Mail wurde zugestellt im Posteingang. Ja? Das ist so ähnlich wie früher beim Fax, beim guten alten, ja? dieser Sendebericht, den man damals abgedruckt hat. In manchen Fällen ist es sinnvoll, dass man das einfach aufbewahrt. Ja? Die Lesebestätigung ist, wie der Franz angemerkt hat, leider, ja, ist es so, dass erstens einmal ist Lesebestätigung im SMTP-Standard meines Wissens, gibt es korrigiert mit irgendwer, ja, gar nicht vorgesehen. Ja, das heißt, dafür gibt es keinen Standard. Das hat Outlook eingeführt und viele Mail-Clients, Fremde, halten sich an den Standard, den Outlook eingeführt hat. Ja, das muss aber nicht so sein. Ja. Das zweite ist, die meisten Mail-Clients haben es mittlerweile standardmäßig abgeschalten. Das heißt, der User kriegt nicht einmal mein Pop-up, sondern es wird überhaupt genau gleich unterdrückt. Es wird gar nichts geschrieben. Das heißt, die Lesebestätigung, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde auch, also wenn ihr mir eine Mail mit Lesebestätigung schickt, ja, ich kriege zwar das Mail, das Pop-up, aber ich klicke üblicherweise auf Nein. Ja. Weil ich das ehrlich, also ich persönlich finde Lesebestätigung eher unhöflich. Ja, weil das ist so ähnlich wie ein RSB-Brief. Ich schicke auch nicht den Kollegen einfach standardmäßig einen RSB-Brief, oder? Oder sogar einen RSA-Brief oder was auch immer. Ja, ja gut, es geht ja auch darum, ob er es gelesen hat, sondern wann er es, wann er aktiv zugegeben. Genau, das finde ich unhöflich. Ja, wer möchte. Unhöflich, aber zweckmäßig. Da gibt es noch Fragen. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja, Franz, bitte. Von der Lesebestätigung bin ich seiner Meinung. Darum habe ich erwähnt, die Sendebestätigung. Weil die Sendebestätigung hat den Vorteil, hätte mich vertippt und die Mailadresse gibt es gar nicht, dann kriege ich eine Rückmeldung, dass das Mail nicht weggegangen ist. Ja, das. Und ich sehe selbst den Fehler. Und zur Lesebestätigung.
wenn etwas sehr wichtig ist, dass Sie wissen, ob der das gekriegt hat, dann suche ich einfach eine Mail. Bitte gib mir eine Mail. Was sagst du, ob das geht? Ja, mache ich auch so. Mache ich auch so. Mach ich auch so. Das magst du auch. Ja, um ein Feedback. Ja, aber nicht mit dem. Mit dem. Also, ja, aber das muss ich auch dazu schreiben. Im Signum kann man das dazu schreiben. Das heißt, dass dann nicht alles. Es könnte ja die andere Variante sein, aber die gibt es ihm nicht. Leseverständigung anfordern und der hat gar nicht die Wahl, sondern in dem Moment, dass er auch ist er gefangen. Geht halt nicht. Die Variante, nicht? Nein, die ist nicht vorhanden. Theoretisch ja, aber sehr selten. Gut, also. Ich habe es erwähnt, es gibt die Übermittlungsbestätigung und die Lesebestätigung, ob man es verwendet oder nicht und ob es sinnvoll ist oder nicht, haben wir jetzt zur Genüge erörtert. Man kann bei einer E-Mail, die im POP3-Posteingang ist, eine relativ umfangreiche Erinnerung zur Nachverfolgung einrichten. Das ist etwas, was mir recht gut gefällt. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich gehe auf eine Mail drauf, das ist zum Beispiel jetzt hier Microsoft Outlook Testnachricht, rechte Maustaste zur Nachverfolgung, Erinnerung hinzufügen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich farbliche Kennzeichnung machen zur Nachverfolgung, das Fähnchen je nach Datum orange oder rot oder gelb oder so irgendwie. Und ich kann sagen, wann es fällig ist und eine Erinnerung am Dienstag, den 19. Jänner um 16 Uhr, dann kriege ich das übliche Erinnerungsfenster von Outlook, wie bei einem Termin auch sonst kommen würde. Also das gefällt mir recht gut und deswegen habe ich es erwähnt. Kann ich mit dir einen Termin setzen, oder was? Ich habe nichts verstanden. Wer spricht mit mir? Ich. Kann ich einen Termin daraus generieren? Das heißt, was wird jetzt ein Termin? Das hätte meines Erachtens keinen Sinn, weil wenn ich eine Erinnerung bekomme von der E-Mail her, dann ist das genauso gut, wie wenn mich der Termin erinnert. Es wird im Outlook angezeigt. Was wird? Also die markierten E-Mails, die einen Termin haben, werden im Kalender. Ja, aber sie sind keine Termine. Ich glaube, er meint was anderes. Hat er gefragt. Wenn im Mail ein Termin drinnen steht, ja, so quasi wir treffen unseren Konsumenten dort und dort, ja, dann, dass man das gleich als Kalendereintrag übernimmt. Ja. Was das iPhone ja kann zum Beispiel. Genau, ja, interessanterweise, das Outlook für Mac kann das, aber das für Windows nicht. Beruhigend, gell? Dafür kann das Outlook für Mac viele andere Dinge nicht. Also, das ist also mir ist es noch nie vorgekommen, weil ich immer in der Windows-Welt unterwegs war bis jetzt. Im Exchange Active Sync Posteingang geht das nicht. Wenn man ein Exchange-Protokoll hat für einen Exchange-Server, geht das wieder. Nein, da kann ich nur sagen, Nachricht kennzeichnen, aber ich kann keine Erinnerung dranhängen. Ich war selber verblüfft, weil man gedacht hat, es muss gehen, geht aber nicht. Es geht nur die Nachricht kennzeichnen, ich kann ein Fähnchen machen. Aber mehr geht schon nicht. Es gibt ja noch eine Frage dazu, es gibt ja bei den Kalendergruppen. Kann ich das Mail auch nach Gruppen sortieren, dass ich das noch kategorisieren am besten. Man kann eine Kategorie bei einer Mail vergeben, das ist. Da ist oben die Schaltfläche. Warte mal, ich komme schon wieder zurück. Also ganz clean schon drauf, einfach da rechts. Rechts neben den Regeln, das Regeln ist grau, rechts daneben steht kategorisieren und da hast du dann, glaube ich, an die 8 Kategorien zur Verfügung und farblich gekennzeichnet. Oder du tippst welche dazu. Du kannst das erweitern. Eine Frage noch, die Kategorien werden auch vom Empfänger übermittelt. Nein. 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 In der Firma oder zu Hause? Da geht es über einen Exchange-Server. Da kann sein, dass das geht. Aber das ist. Ja, aber nachdem die Kategorieliste Farbe und Benennung lokal ist, hat es nicht sehr viel Sinn, das zu übertragen. Aber die Kategorieliste ist drin. Das heißt, da kann man filtern nach der Kategorie. Über den Text der Bezeichnung. Ja, aber die wird nicht mit übermittelt. Ich glaube das nicht. Das habe ich schon geprüft. Wann nicht du in jedem Fall. Nicht in jedem Fall, das ist richtig. Also nicht was jetzt? Fall.
Es gibt Situationen, wo ich habe es noch nicht ausgefunden, aber es gibt Situationen, wo das mit dabei ist und es gibt Situationen, wo es nicht mit dabei ist. Aber ich habe noch nicht nachgeforscht, mit welchem Protokoll was es geht. Jetzt geht es aber geht vermutlich geht es da. Nein, nein, ja, aber ich glaube, es ist eine tolle Form. Das ist ja hoch. Ich bin jetzt die eine Frage noch zur Kategorie. Wird das in die Output-Kategorie übernommen? Die Kategorie. Ich habe dich nicht verstanden, entschuldige. Sind wir mit den Kategorien durch, oder? Ja. Gut, ich habe jetzt irgendwas verpfuscht. Wir sollten die Mails aber auch in Ordner ablegen. Ne? Ja. Das ist das Gescheiteste, weil das geht auch von den Apps am Handy. So. Wir kommen zum nächsten Punkt, den man für den Posteingang verwendet oder verwenden kann. Das sind die Regeln. Es gibt Leute, die möchten gerne haben, dass von bestimmten Absendern die Mail direkt in bestimmte Folder verlagert und verschoben werden. Und da gibt es ja so einen ganzen Regelmechanismus, den man benutzen kann. Man kann auch Mails automatisch löschen, wenn man das haben will. Also man muss, wenn man eine Regel haben will, muss man auf Regeln klicken und dann auf Regel erstellen. Da ich die Outlook-Test-Nachricht, so seht ihr es besser, da ich die Outlook-Test-Nachricht selektiert hatte und dann auf Regeln erstellen gegangen bin, füllt er das schon voraus. Da steht also jetzt drinnen, die Mail kommt von Microsoft Outlook, der Betreff enthält Microsoft Outlook-Test-Nachricht, gesendet an CC-User. Und dann habe ich geschrieben, Element in Ordner verschieben, gelöschte Elemente. So habe ich selbst dann ausgefüllt. Wenn man diese Regeln dann aktiviert, dann kommt jedes Mal so eine Testnachricht daher und die wird gleich gelöscht. Man kann sie natürlich in andere Ordner verschieben. Wo ist mein Outlook da? Ich schaue mir einmal an, Regeln verwalten, ob ich da noch eine drin habe. Oh ja, genau, die Microsoft Outlook, die ist noch da. Da gibt es also jetzt eine ganze Menge Verschiebungsmöglichkeiten. Bitte, Möglichkeiten. Einmal die Bedingung zu wählen, um so eine Mail zu erwischen. Die ist mit Priorität markiert. Wenn wir einen Klick haben, gibt es sogar eine Kategorie. Natürlich unten die Kategorie sowieso zugeordnet. Also muss die Kategorie übertragen werden, weil sonst hätte das Ganze keinen Sinn. Ja, also normalerweise kriegt man so ein rotes Fahndl, das heißt höchste Priorität. Ja, aber die Priorität ist was anderes als die Kategorie. Wir haben gerade von Kategorie geredet. Bitte. Ein kleiner Praxistipp für die, die in einer Firmenumgebung arbeiten. Man kriegt relativ viele Mails, ja, die nicht wirklich eine Aktion von einem selber erfordern, ja, so auf CC und so weiter, ja. Regel, die du schon im Bildschirm drin hast, ja, die meinen Namen, die habe ich immer drinnen, die meinen Namen im Feld an nicht enthält, ja, diese Mails, nein, ich lösche sie nicht, aber die werden in einen Ordner geschoben, wo ich vielleicht nur einmal am Tag und nicht einmal in der Stunde reinschaue, ja. Also das ist vielleicht ein kleiner Praxistipp, um seinen Posteingang zu sauberer zu machen. Ja, genau. Und wie kann man das negieren? Da gibt es die meinen Namen im Feld an und nicht enthält. Das ist ungefähr in der Mitte jetzt. Das gibt es ein Hackerl oder nicht Hackerl. Unter den Drittel. Ist in der Mitte. Das Ach so, ja genau. Da unten ist es nicht enthält. Ja. Also auch nach bestimmten Wörtern im Text mit solchen Regeln kann man natürlich auch Mails finden, die bestimmte Schlüsselworte enthalten, aufgrund derer man sagt, das ist Junk-Mail, also Spam. Es gehört dann zum nächsten Clubabend dazu, aber man kann Spam auch über Regeln erfassen. Ja, oder. Und bei den Regeln könnte man ergänzen, es gibt 40 Spezialisten unter uns, auch die Möglichkeit, über die Regeln ein beliebiges Programm aufzurufen, das zum Beispiel das Mail dann entsprechend untersucht und auswertet nach irgendwelchen Kriterien. Da wirst du aber sehr einknirren müssen, dass der Mail automatisiert bearbeitet, da wirst du ein bisschen programmieren müssen. Es geht mit Ortmitteln von Outlook.
Ah, das Programm aufrufen. Oder er meinte das Programm. Ja, da schreibt er bestimmte Worte rein und wenn die in der Sequenz auftauchen, dann lässt er das automatisch. Also ich habe das nicht verstanden, was du meinst. Nein, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wenn diese Regeln kannst du eigene Regeln definieren, dass du sagst, wenn diese Regel zutrifft, ich nehme an, da werden die ganzen Auswahlkriterien vom Umgehend. Dann rufe ich auf ein bestimmtes Programm. Welches Programm? Eins von mir geschriebenes. Das ABC.exe, irgendeins. ABC irgendwas, das dann die Aufgabe hat, dieses Mail im Auto zu suchen und mit dem Inhalt, von dem, des, Inhalt des Mails zum Beispiel zu analysieren, in der Datenbank einzutragen oder was. Ja, aber da, genau, das, damit kannst du Automatismen betreiben, kannst du einen Roboter schreiben. Bitte? Da kannst du einen Roboter schreiben, aber da wirst du ohne VBA nicht auskommen. Ja, ist richtig. Ja. Na, genau, das macht ja schon. Ich habe gesagt, für die Spezialisten. Ja. Okay. Aber wir wollen ja mit dem da. Ja, ganz recht. Das ist die zweite Zeile von unten im Punkt 1. Ein Skript ausführen? Ja, ja. Genau der Punkt ist es. Gut, also da gibt es die Aktionen, die man setzen kann, dann gibt es noch Ausnahmen festlegen, also das gibt's jede, da kann man sich also zur Genüge austoben da drinnen und ausprobieren, bis das geht. Ich wollte die Regel eigentlich nur erwähnen und herzeigen. Gehen wir mal zurück zum. Darf ich kurz zur Regel aber noch eine Frage stellen? Ja. Es gibt clientbasierte und serverbasierte Regeln. Ja. Wie kann ich aus einer clientbasierten Regel eine serverbasierte Regel für den User machen? Ich kenne keine serverbasierten Regeln mit Outlook. Ich kenne sie nicht. Ich habe gesagt, bitte? Es gibt ja auch die Möglichkeit, Formulare zu entwerfen. Das heißt, dass man das Mail nicht mit Plantext sich reinholt, sondern mit Formularen. Da gibt es im Zusammenhang mit DCS sogar eigene Auswerteprogramme, wo man dann die Texte aus den Formularen in der Datenbank übertragen kann. Ich weiß jetzt noch nicht mehr sicher, in welcher Autoversion das war. Ja. Wie hängt das, was du jetzt sagst, mit seiner Frage zusammen? Weil das auch nur am Exchange-Server funktioniert. Nein. Das heißt, diese die Formulare muss ich publizieren, dass der Empfänger kriegt. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist gewiss, also, I'm sorry, so tief drinnen bin ich im Outlook nicht. Ja, nur auch wieder für Spezialisten. Wird man als Privatanwender praktisch nicht brauchen. Also, ganz kurz dazu. Ich habe selber in den 90ern für das Verkehrsbüro Outlook-Formulare entwickelt. Ja. Habe dazu auch Schulungsskripten sogar geschrieben zu dem Thema. Und ich würde es niemandem mehr raten, das zu machen. Ja. Es wird, erstens ist es nicht einfach und zweitens redet auch Microsoft, das ist eine ja. sogenannte, also wie nennt man es, also eine Technologie, die am Auslaufen ist. Ja, ist richtig. Und in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr unterstützt wird. Ja. Also zum Beispiel im Office 365, also wenn man die Cloud migriert als Firma, geht das gar nicht mehr. Ja. Also da hat man sowieso ein Problem. Aber zu der Thema, zur Thematik mit den Regeln noch kurz. Ja, also wie gesagt schon, ja, das Ganze funktioniert nur mit Exchange-Konten. Ja, serverbasierte Regeln, clientbasierte gehen immer. Serverbasierte, aber auch bei der serverbasierten Regel kommt es auf die Kriterien an, die du festlegst. Das heißt, es gibt bestimmte Suchkriterien, vor allem was die Bedingungen betrifft, ja, oder auch was Aktionen betrifft, ja, die du nicht serverseitig machen kannst. Ja. Ein kleines, relativ einfaches und triviales Beispiel, das glaube ich jeder versteht, ist, ja, auch mit einem Exchange-Server, wenn ich sage, mailen mit bestimmten Kriterien von einem Absender, ja, verschiebe in einen bestimmten Ordner und dieser Ordner ist ja eine PSD-Datei auf meinem lokalen PC, ja, ist das relativ einleuchtend für die meisten, dass das nur clientseitig funktionieren kann, ja, und nicht serverseitig. Ja. Und das kann, und Umwarnung geht nicht. Also triviale Dinge, wie wenn mich jemand da zumüllt, dann schmeiße ich Mistkübel oder lösche es komplett. Ja, das kann ich serverseitig nicht machen, das heißt, ich muss immer auf meinem PC Outlook laufen lassen, damit ich auf mein Handy nicht dauernd diese Mails kriege. Ja. Wobei solche Sachen, ich weiß nicht, was du für ein Mailkonto verwendest, bei welchem Provider? Ja. Bei Exchange Mail müsste es serverseitig gehen. Ja. Um meine Frage. Und ansonsten mal den Administrator fragen, aber auch zum Beispiel bei GMX oder bei Gmail und so weiter, ja, kann man über das Webinterface solche Regeln auch definieren, halt nicht aus dem Outlook heraus. Ja. Kann man es am Exchange Server selber definieren? Ja, geht auch. Ja. Kannst du, wenn du Outlook Web App freigeschaltet hast in der Firma, ja, und das ist wirklich ein Exchange Server, kannst du das auch die Regeln auch über die Outlook Web App machen? Und dann sind sie sicher serverseitig. Das heißt, was du über die Outlook Web App machst, ist auf jeden Fall serverseitig.
Wir haben ein bisschen ein Problem, dass dieser Vortrag eigentlich die Exchange-Welt nicht wirklich beinhaltet. Das heißt, es ist relativ sinnlos, in einer Outlook-Installation, wo ich einen CC-User bei GMX habe und einen Georgie@groupcomputer.at auf unserem Mail-Enable-Server habe, über Exchange-Server serverseitige Regeln zu reden. Oh ja. Ich hab davon gesprochen, was wir hier behandeln in dem Vortrag. Die Frage, ob es Server gibt, das ist hinfällig, die Frage zu stellen. Wir behandeln es hier nicht, weil wir behandeln unser Club-Computer-Konto und GMX. Wir gehen im Wesentlichen davon aus, dass das Privatanwender sind. Ein Firmenseminar ist komplizierter. Deswegen, ja, dazu bin ich auch nicht gebildet genug, um das zu machen, aber wir haben den Roman da, der das genauer kennt. Daher kann man diese Sachen im Gespräch schon behandeln. Aber es gibt also keine Folien und keine entsprechenden Vorbereitungen dazu. Wozu es sehr wohl eine Folie gibt und sogar rot eingerahmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor man auf Fertigstellen drückt, könnte man, oder auch später einmal, einfach nur durchgehen und bis zu dem Punkt, diese Regel jetzt auf Nachrichten anwenden, die sich bereits im Posteingang, im Ordner Posteingang befinden. Das heißt, wenn ich eine Regel neu erstelle und ich habe meinen Posteingang voll mit einer Reihe von Mails, die ich durch die Regel erfassen möchte, dann brauche ich hier nur sagen, ich möchte die Regel anwenden auf den Posteingang, drücke ich auf Fertigstellen und dann rauschen diese Mails meiner Regel entsprechend an den Ort, wohin sie eben verschoben werden sollen oder sie werden gelöscht, was halt immer die Regel eben ausgesagt hat. Also das ist ein Punkt, wo man eine Regel ausprobieren kann. Am besten, also ich habe es immer so gemacht, ich verschiebe die Regel, um eine Regel zu testen, ich verschiebe sie in einen zunächst leeren gelöschten Folder, schiebe sie über die Regel hinein, wenn sie drin gelandet sind, ist gut, wenn es nicht so gegangen ist, wie ich wollte, wenn nur ein Teil drin gewesen sind, habe ich sie wieder in den Posteingang zurück verschoben und die Regel so lang optimiert, bis genau das passiert ist, was ich wollte. Dann habe ich also zwischen zwei Foldern hin und her geschoben und da ich sie auch zurückschieben konnte, das geht bei einem POP3-Konto, ist das einfach möglich gewesen. Regeln, ich bin mir nicht sicher, ob Regeln testen in der Form bei einem IMAP-Konto gehen würde, weil ich glaube, das Verschieben in den Posteingang eines IMAP-Kontos ist untersagt. Das geht. Nur von einem anderen Konto. Ja. Bitte? Innerhalb des gleichen Kontos geht es. Innerhalb des gleichen Kontos geht es. Outlook kann sogar kontoübergreifend. Ja. Bei IMAP ja, aber bei ActiveSync nicht. Gut, also es war das. So, was ich vorhin gemacht habe, war den Punkt Regeln und Benachrichtigungen verwalten. Das habe ich aufgerufen, um unsere Outlook-Regel zu sehen. Also damit kann man vorhandene Konten sich genauer anschauen. Und wenn man mehrere Regeln hat, stehen halt dann mehrere untereinander. Momentan sieht man also hier auf der rechten Seite nur das Microsoft Outlook als Regel, weil das die einzige ist, die ich erfasst habe. Wenn ich sage, neue Regel anlegen, dann fängt der ganze Prozess an, den wir vorher in den Folien gesehen haben. Und wenn man das Hackerl vergessen hat, wenn man das Hackerl vergessen hat, was du so empfohlen hast, ja, richtigerweise gibt es oben auch noch den Knopf Regeln jetzt anwenden, wo man es nachträglich machen kann. Wo gibt es den Knopf Regeln? Zwischen den beiden roten Feldern. Zwischen den beiden roten Regeln in der angezeigten oder in der Da jetzt. Du bist drüber. Regel jetzt anwenden. Siehst du, den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ha. Super praktisch. Der ist super praktisch, genau. Ich habe es nur gekannt über das Hackerl. Ja. Noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt ein Regelwerk habe, und ich habe ein riesiges Regelwerk in meinem Tisch, gibt es die Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu exportieren, damit ich, wenn ich den PC wechsle, das im neuen PC wieder importieren kann? Ist mir nichts bekannt. Ja, das geht. Ich glaube, es geht über die Optionen. Irgendwo ist da ein Knopf drinnen, in dem Prägen und Benachrichtigung muss schauen, aber ich glaube, da kann man irgendwo das exportieren. Ja. Ich gehe da auch schauen. Ich gehe zu den Regeln und der Regel verwalten. Ja, ich glaube, das gibt es die Möglichkeit. Ja.
Und entweder es versteckt sich irgendwo, na, es ist bei E-Mail-Regeln schon. Ich schau mal auf Regeln ändern vielleicht, ja. Ob es da nicht was gibt, das okay. Und kopieren, kopierst die Regel, ob es nicht bei den Optionen irgendwo versteckt ist. Ich sehe aber keine Optionen. Geh mal raus aus dem Menü. Und da ist jetzt Optionen. Regeln anbieten. Genau, Regeln exportieren. Genau, da gibt es Regeln exportieren. Und importieren. Ja, und importieren. Ist ein typischer. Ein typischer Hänger. Ja. Sehr gut. Gut, sehr schön, man lernt dazu. Das brauche ich. Danke. Okay. Verwendest du so viele Regeln? Ja, ja. Wie viel hast du? Ich lasse mir es auf, was jetzt habe ich null. Eben. Ja. So, wir gehen weiter. Dann gibt der Regelassistent, den gibt es auch noch. So. Es gibt einen Knopf, der heißt Offline arbeiten. Hallo. Unterhalt euch bitte nachher. Es gibt einen Knopf, der heißt Offline arbeiten. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, weil ich eigentlich immer in einem Firmenumfeld mit Outlook gearbeitet habe und zu Hause. Zu Hause hänge ich dauernd am Internet und in der Firma hänge ich dauernd am LAN. Was mir also eigentlich wurscht, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, offline arbeiten zu klicken. Das hat aber schon einen Sinn, weil wenn ich beispielsweise in einer Gegend bin, wo ich über mein Handy WLAN erzeuge, an das ich mich mit dem Rechner kopple und ich editiere jetzt längere Zeit eine E-Mail und habe zu arbeiten mit den Mails, die schon auf meinem Client sind, dann kann ich damit unterbinden, dass Outlook sich im Internet gut tut und austobt. Und das sparen wir also auf die Weise auch Kosten. Bitte. Kleiner Tipp, ab Windows 8 oder ab 1 kann man WLANs als sogenannte getaktete Verbindung markieren. Ja? Aha. Wenn man das macht, ja, ist nicht nur aufs Outlook hat das Auswirkungen, sondern auf viele andere Apps, auch unter anderem das Outlook auch, wenn es ein Thema ist, ja. Bei solchen getakteten Verbindungen lädt es, wenn es die erkennt, ja, lädt das Outlook standardmäßig keine Mails mehr runter, also geht standardmäßig in den Offline-Modus, ja. Gibt es aber dann einen Knopf, ja, sagt einem das auch, ja, und ich glaube, da gibt es einen Knopf, dass da ich jetzt trotzdem meine Mails bekommen, ja. Aber man muss es halt händisch dann machen, ja. Aber wirklich ein Tipp, wer solche mobilen Hotspots und so weiter einsetzt oder beim Handy und so weiter, wenn man einmal mit diesem WLAN drauf ist, ja, ab Windows 8 oder 8.1 geht das, bei Windows 10 auch, dass man sagt, das ist eine getaktete Verbindung, das geht gleich mit Rechtsklick auf das WLAN drauf, ja, und das vermeidet auch ganz unnötige Datentransfers. Ja, die. Also das Club Computer WLAN ist ein schönes Beispiel gerade jetzt, ja. Den Hinweis, deswegen habe ich es dazu getan, den Hinweis, wie man denn, warum man denn den Offline-Knopf verwenden könnte oder wollte. Danke. Nein, nicht zum Erm, sondern zum Roman. Achso. Gehen wir es klein, Roman. Ja. Genau. Dann stößt das nur hin. Also den Hinweis. Den habe ich in der Hilfe gefunden, weil ich zuerst nicht gedacht habe, was es für einen Sinn haben möchte. So, es gibt die Archivierung. Die Archivierung werden wir nur kurz behandeln. Es hat geheißen, man soll sie nicht verwenden. Also, sie sind in den Folien drinnen, ihr könnt es euch anschauen. Man kann es für jeden Folder, für jeden Folder getrennt. Einstellen, die automatische Archivierung oder eins für alle. Ganz kurz noch ein Hinweis zur Archivierung, wie man es natürlich schon verwenden könnte, ist, ich weiß, dass der Paul Wenzel das macht, er legt sich ein Jahres-BSD an und hängt jedes Jahr ein neues ein. Und damit wird es natürlich auch nie riesig groß. Ja. Und irgendwie archiviert er das dann auf andere Datenträger hinaus, das wird es halt irgendwann kosten. Und dann kann er nach 10 Jahren noch nachschauen, wenn er ihn versucht. Ja. Also ich gehöre, was E-Mails betrifft, zu den Jägern und Sammlern und habe daher eine Autoarchivierungsfunktion eingeschaltet, die von einem Jahresarchiv weg
in ein großes Archiv verschiebt. Und ich schaue mir an, wie oft ich in das große Archiv hineinschauen muss, um was zu finden. Und wenn ich drauf komme, dass das eigentlich eh praktisch nie ist, das heißt, ich komme mit einem Archiv, das ein Jahr alt ist oder 6 Monate alt ist, in der Regel aus. Und alles, was älter ist, ist eh wurscht, dann geht eben die PSD-Datei flöten, ist auch wurscht. Aber weißt du, jagen und sammeln, sammeln heißt, man traut sich nicht gleich löschen. Ja, dann Herbert, wirst du dir Jahresarchive anlegen. Das muss auch jeder für sich entscheiden. So. Ja, wir hätten ja noch eine kurze Frage. Wenn ich auf ein Mail draufklicke und sage Ctrl-C und jeder von mir, und irgendwo ins Dateisystem Ctrl-V, dann kriege ich so eine E-Mail-Datei oder so irgendwas raus. Eine MSG-Datei müsste das sein, ja? MSG-Datei raus. Wo nur diese eine Mail drinnen ist. Ja. Kann ich eine komplette PSD-Datei in lauter MSG-Files wandeln? Nein. Ja? Ja? Wie? Wo? Ja, ich ziehe es. Kann ich einfach rausziehen. Also wenn ich es alle in einem Ordner habe, ist es relativ einfach. Ctrl-A, Chuck mit der Maus nehmen und in irgendeinen Ordner reinziehen. Ja, ja. Am Dateisystem. Geht mit Drag and Drop. Und dann sind es einzelne Messages, aber ja, sind die dann verschlüsselte, also komprimierte MSGs oder im Klartext? Ganz normale MSGs. Wo man also die einzelnen, den Header lesen kann und alles. Na, wusste ich nicht. So, was ist zum Thema Mail noch an Fragen offen? Weil sonst gehen wir nämlich zu den Profilen. Profile sind etwas, was man an der Franz das Wort hätte, würde ich sagen, man braucht es recht häufig. Was du mich fragst, ich habe es nicht so häufig gebraucht. Ich brauche es immer dann, wenn ein Profil eingeht. Genau. Das ist richtig. Und das finde ich absolut das Letzte, dass Profile total binär kodiert in der Registry liegen, wo du überhaupt nicht weißt, was was bedeutet, und man kann sie nicht, man kann sie zwar exportieren, aber das nützt dann mal nichts, wenn man es wieder importiert, weil du nicht weißt, was sie verändert hat in der Zwischenzeit. Also das sind geheime Daten von Outlook, dieses Profil, und man kann auch nicht viel damit anfangen, außer man geht einmal, um zu den Profilen zu kommen, muss man einmal in der Systemsteuerung Mail, Microsoft Outlook, ich habe 2016. Also wenn man das Stichwort Mail eingibt oder Outlook eingibt, kommt man auf einen etwa so lautenden Link, und wenn man auf den draufklickt, kriegt man dieses Formular. Und jetzt kann man, ohne dass Outlook selbst gestartet wird, die E-Mail-Konten verwalten, Datendateien ein- und aushängen, löschen etc. bla bla, und neue Profile erstellen, alte löschen, Profile anzeigen. Und da ich E-Mail-Konten ist ein Thema, mit dem haben wir uns schon beschäftigt eigentlich im Grunde, aber wir schauen uns die dazugehörigen Datendateien dann noch an. Das tun wir. Also deswegen gehe ich nur auf Profile anzeigen und anschauen. Ich habe hier, wie man sieht, genau 2 Profile. Eines heißt Outlook, das ist schön, das funktioniert schön. Und Test ist eines zum Herumprobieren gewesen. Und wenn man da auf Eigenschaften geht, da kann man erst wieder, das sieht man wieder nicht, E-Mail-Konten und Datendateien von diesem Profil konkret behandeln. Normalerweise, also wenn das schon Normal-User ist, der genau ein Profil braucht, weil er eh nur seine 1 oder 2 E-Mail-Adressen hat, die er abfragt, dann ist er mit Profilen überhaupt nicht konfrontiert, weil es gibt nur ein Profil, kann ich also auch keins auswählen, und anlegen brauche ich auch keins. Nur wenn Outlook irgendwann einmal abstürzt, noch bevor ich meine Mails lesen kann oder sonst was passiert, dann ist meistens das Profil kaputt gegangen, und dann hat es einen Sinn, ein neues anzulegen über die Funktion in der Systemsteuerung. Ich möchte hier über Profile nicht mehr erzählen, weil eigentlich ist... Ganz kurz einen Anwendungsfall für mehrere Profile
kurz als Tipp geben. Sowas. Wenn man sehr leistungsschwachen Computer hat und man hat viele Mailkonten, ja, dann im Outlook eingehängt, ja, dann dauert der Outlook-Start relativ lang, also vor allem, wenn man diese Netbooks, diese älteren hat und so weiter, ja, dauert der Outlook-Start relativ schwach. Das heißt, wenn man das Netbook zum Beispiel in der Firma verwendet und privat und man sagt, in der Firma interessieren mich die privaten Mails eh nicht und umgekehrt, ja, dann kann das Sinn machen, ja, die verschiedenen Konten auf verschiedene Profile aufzutrennen und damit das zu entlasten. Wenn man halbwegs schnellen und aktuellen Computer hat, ist das nicht unbedingt nötig. Exportieren wieder das Problem PC-Wechsel. Oft legt man sich irgendwas an, schnell einmal ein Konto, dann macht man Outlook, nie wieder das Passwort eingegeben. Wie? Das ist immer im Outlook verspeichert. Wir haben vergeblich danach gesucht. Nein, leider. Und kommt nie wieder zum Passwort. Wir haben vergeblich danach gesucht. Gab es halt dieses Mail-Pass-View oder irgendwas, aber seit 2003 funktioniert es immer. Zum Glück. Also ich kenne keine Möglichkeit. Es wäre ja insbesondere so, wenn man ein Profil exportieren kann, würde das bedeuten, dass die Informationen, die dort liegen, wo der Franz gesagt hat, es gibt Dateien im Dateisystem, PSD, OSD, NSD und wie die alle heißen. Ja? Dort gibt es auch XML-Dateien liegen auch in einem Pfad, die gehören auch zum Profil dazu und in der Registry liegen sie unter Profiles. Und dann würde bedeuten, dass diese Information exportiert werden würde. Dann würde man die ja auch im Klartext kodieren müssen, weil sonst hat er, nicht müssen, aber wäre vielleicht ganz geschickt, weil sonst wäre der Import und der Export nicht gar so blind. Und man könnte unter Umständen an einem Profil was reparieren. Das wäre vielleicht gescheit gewesen, hat man aber nicht gemacht. Man kann es auch verkaufen, ne? Im Schwarzmarkt. So, wir haben noch einen Punkt, den machen wir noch schnell, das sind Datendateien. Wir haben uns mit Datendateien schon beschäftigt. Wenn man nachschauen geht, wieder unter Datei, dann kriegt man dieses Bildchen hier und Kontoeinstellungen. Dann kommt man hier auf der rechten Seite, sieht man es. Da sieht man auf der linken Seite eine lasche E-Mail, danach kommen Datendateien. Dann gibt es noch viel mehrere unter den Kontoeinstellungen. RSS-Feeds, SharePoint-Listen, Internetkalender, veröffentlichte Kalender, Adressbücher etc. Wir beschäftigen uns hier jetzt nur mit den Datendateien, mit RSS-Feeds habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, zum Beispiel. Warum sagst du das so? Weil es eh nicht mehr notwendig ist. Weil es eh für nichts gut ist, oder wie? Immer weniger gibt davon. Ja. Also für diese Leider. Drei Dinge, die es in dieser Outlook-Installation gibt, nämlich das Konto ccusergmx.at und das georgieclubcomputer.at, und einen Internetkalender, den wir erst das nächste Mal besprechen werden. Für diese drei Dinge gibt es genau drei Dateien. Der CC-User, ein Bob-Konto, wird abgelegt in einer GMX.at-PSD, also in einer PSD-Datei. Georgie Club Computer, der mit Exchange Active Sync synchronisiert wird, hat seine Daten alle am Server liegen und lokal nur ein Cache in einer OSD-Datei. Und den Internetkalender, der ist leider so lang, dass man die Endung von der Datei nicht lesen kann. Es ist aber BSD, wenn ich mich nicht irre. Funktioniert aber fast wie ein OSD. Bitte? Funktioniert aber technisch wie ein OSD. Ist verwirrend, ja. Das ist ja. Gar nicht. Gut. Man kann von diesen Datendateien zum Beispiel eine Archivdatei oder ähnliches hinzufügen. Und sobald man sie hier hinzugefügt hat, scheint diese Datei im Outlook links in dem Baum als weitere Datei auf. Man kann sie aber auch dort laden. Es gibt auch direkt im Outlook die Möglichkeit, Datendateien zu laden. Datendateien ist ein tolles Wort. Ich wundere mich jedes Mal, wie man sowas so übersetzen kann. Aber man muss wohl. Gut, so viel zu Datendateien. Es gibt noch etwas, was man dazu sagen muss. Wo liegen sie? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Unter dem lokalen Profil
also C, ich kann es nicht aufmachen, aber da ist unter C, Users, Georgie, Dokumente, Outlook-Dateien liegen die beiden PSD-Dateien, die GMX-PSD, GMX-AT-PSD und eine andere, die zum Testprofil gehört. Das interessiert uns jetzt hier nicht. Es gibt unter App-Data, Local Microsoft Outlook, liegen OSD-Dateien. Nein, ist doch ein OSD. Nein, ist ein PSD, die Internet-Abonnements. Auf Englisch genauso. Internet-Kalender-Abonnements. Das ist nicht einmal schlecht übersetzt. Zum Originalschirm ist. Ja. Das nur zur Information, wenn jemand was sucht, kann er sich anschauen. Wenn eine PSD-Datei den Geist aufgibt, was auch wieder von Zeit zu Zeit passiert, dann gibt es ein Programm, das wird mit Outlook gleich mit installiert. Heißt scanpsd.exe. Sicherheitshalber gibt es dafür keinen Link auf dem Desktop, auch nicht im Startmenü, nirgends ist es drinnen. Man muss es suchen gehen. Am besten, man sucht unter Programme x86 nach scanpsd.exe oder nur scanpsd und dann findet man sie schon. Also das ist keine Sorge. Und wenn man dieses Ding startet, dann wird man gebeten, mit dem Durchsuchen-Knopf oder händisch den Namen der zu prüfenden Datei anzugeben. Ich habe dann das C-User GMX-ATBSD genommen und habe außerdem in den Optionen eingestellt, eine Protokolldatei erstellen und überschreiben und, oder überschreiben, wenn es eine alte gibt. Dann habe ich das Tool gestartet. Und dann sagt das Ding doch glatt, in dieser Datei wurden nur unbedeutende Inkonsistenzen gefunden, die nicht unbedingt behoben werden müssen. Klicken Sie zum Beheben auf Reparieren. Dazu muss man sagen, dass das Outlook mitsamt seiner Installation keine 2 Stunden alt war und alle Inkonsistenzen, die da drinnen sahen, Outlook selbst verursacht hat. Wenn man es repariert, hat man auch unter Umständen mehr wie vorher. Oder weniger. Das kann schon passieren. Also dieses Scan-PSD ist... Deswegen gibt es da das Sicherungskopie-Anlegen und das würde ich dringend empfehlen. Ja, das Hackerl bei Sicherungskopie ist wichtig. Also man sieht, zuerst scannt einmal die Datei und checkt, ob es Inkonsistenzen gibt. Und wenn sie nur unbedeutend sind, würde ich gleich gar nicht reparieren. Dann kommt Outlook mit dem Ding zurecht und ein anderer als Outlook braucht die PSD-Datei eh nicht angreifen. Und wenn man auf Reparieren klickt, unbedingt mit Sicherungskopie arbeiten. Da kommt der Text oben lässt sich jetzt ja vertrauenswürdig. Bitte wie? Der Text ist gesagt, lässt sich jetzt ja vertrauenswürdig. Ja, aber es funktioniert. Ja, okay, das ist Justiz. Ich habe mir im Logfile angeschaut, so ein bisschen, was denn da alles passiert. Da ist er attempting eine ganze Reihe Dinge, versucht also die Datenbank zu öffnen. Und weiter unten, das kann ich euch leider nicht groß zeigen, steht dann dort, failed to add row to FLT, row ID ist 0, weiß nicht, warum er das will, er hat es nicht zusammengebracht und verwitwete und yeah. Was ist orphan, das sind die Waisenkinder, die Verwaisten, Folders gibt es und ich weiß nicht was alles, lauter Sachen, die einfach so ausschauen, als hätten die Leute, die daran programmiert haben, sie nicht an die Standards gehalten, die in einem Projekt möglicherweise nicht gut genug... Hops. Ja, also wie auch immer, es ist sehr, sehr seltsam. Ich habe auch das Test-OSD mit dem Scan-PSD behandelt. Das Ding ist so freundlich und scannt auch die OSD-Datei. Die OSD-Datei hat gleich noch viel mehr Fehler produziert. Obwohl ich es nur einmal viel weniger damit getan habe, als mit den anderen PSD-Dateien. Couldn't find BBT entry in RBT, das ist ganz häufig. Hoppala. Entschuldigung, ich habe gerade Datendateien, da, wo waren wir da gerade? Ja, eh, Scan-PSD. Ich glaube, das war eh schon das Ende. Ja. So, wir haben den vorderen Teil unseres heutigen Vortrags
aufgelockert durch viele Zwischenfragen, haben wir gut über die Runden gebracht. Da gibt es noch Fragen, wie ich sehe. Ja, ich hätte noch eine, und zwar, kann man eine USB-Datei in eine PSD-Datei wandeln, wenn der gestiegen ist, aber nicht mehr lebt? Es gibt sowas, mit dem man das kann, findet man im Internet. Ja, ist aber gar nicht so dringend nötig, weil es geht relativ einfach mit Bordmitteln. Ja. Also wenn der Exchange-Server, wenn du offline bist, ja, das haben wir sogar mal bei einem Kunden machen müssen, leider Gottes, ja, der ist offline, ja, dann öffnet das Outlook im Offline-Modus, du hast die USD-Datei, du siehst deine Mails, ja, und wenn du dann einfach, es gibt sogar im Outlook selber eine Exportfunktion, das ist über Datei, lustigerweise importieren, ja, musst du wählen, ja, um zu exportieren, das ist ja völlig logisch, ja, Datei importieren, ja, und da gibt es eine Möglichkeit, gleich den ganzen, also wählst du ganz oben den Root, also die Wurzel deines Posteingangs aus, ja, und sagst, und damit kannst du alles in eine PSD-Datei exportieren. Also eine direkte Umwandlung nicht, aber das ist eh nicht so gut, ja, sondern es wird eine Kopie angelegt in einer PSD-Datei. Ja. Achtung, es geht gleich, ich weiß nicht, ob da gleich alles dabei sind, ob du das für Kalender und Kontakte separat machen musst, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Also kleine Geschichte dazu, Anwendungsfall war, Kunde hat einen Exchange-Server gehabt, ja, und hat sich nicht um kaputte Festplatte und so weiter geschert, ja, weil die Hauptadministratorin war gerade auf Urlaub und ja, bis die wieder zurück ist, werden die Festplatten schon halten, ja, so ungefähr. Und Backup hat blöderweise auch nicht funktioniert, ja. Es war Gesundheitsdienstleister, also nicht gerade so unwichtig. Und der hat dann, und der ist dann, ja, und eines Morgens ist er halt, ja, ist halt der Exchange-Server nicht mehr gegangen, ne. Und dann haben wir troubleshooten müssen und dann ist er, und de facto, ja, das Einzige, was wir machen konnten, sind die ganzen Mailbox-Datenbanken, ja, löschen. Ja, schlicht und ergreifend löschen. Das Problem ist, es sind natürlich alle Mails weg. Es war keine Reparatur mehr möglich, die waren komplett kaputt, ja. Und Reparatur war nicht mehr möglich. Und dann sind wir wirklich hergegangen, es haben absichtlich den Exchange-Server offline geschaltet. Das haben alle zum Glück, oder die allermeisten, haben OSD-Dateien gehabt, ne. Und wir haben die alle exportiert in PSD-Dateien, genauso wie ich es jetzt gesagt habe. Ja, dann haben wir den Exchange wieder online geschaltet. Alle hatten wunderbar aufgeräumte Postfächer. Blitzblank, also so wie mit Blitzer behandelt. Ja, also. Und dann hat die, und dann haben wir halt alles wieder rückimportiert. Wobei lustigerweise hat sich dann erwiesen, die blitzblanken Postfächer waren einigen nicht ganz unrecht. Ja. Es haben jedenfalls ein erheblicher Teil von den Usern hat die PSD-Datei so quasi nur so als Archiv auf der Festplatte behalten und hat das absichtlich nicht zurückgespielt. Alles, ja. Noch eine Frage. Ja. Wenn ich ein Outlook mit einem Exchange-Server verbunden habe, ja, gibt es die Möglichkeit, vom Client her eine automatische PSD-Sicherung zu machen mit irgendeiner Bauerscheinspflicht oder so etwas? Jo, also, bist du der Administrator? Ja. Okay, du bist der Administrator, ja. Gut, okay. Also eine automatische Sicherung geht nicht, aber du kannst, George, kannst du nochmals die Folie mit den Datendateien herzeigen? Ja, und ein bisschen weiter, das... Stopp, nochmals zurück, ich glaube die zweite Folie war es gleich. Ja. Nochmals zurück, genau da. Und zwar, es gibt eine als Standard festlegen, eine Datendatei. Ja. Das ist jetzt keine Sicherung, ich weiß nicht, ob das ist, was du willst. Ja. Wenn du trotz Exchange-Server kannst du eine PSD-Datei als Standard anlegen. Ja. Und das bedeutet, dass sämtliche Mails, die du bekommst, automatisch in die PSD-Datei geschrieben werden, ja, und vom Server gelöscht werden allerdings dann. Ja, aber automatische Sicherung. Das Problem ist, wir haben einen Kunden, wo ständig irrtümlich irgendwelche Mails verschwinden und er weiß nie und ist immer die Technik schuld. Okay. Da hat gern so zweimal am Tag, Anfang ist die Zirkel, Exchange, was gibt, weil wir haben es mit Wien eingestellt, wir haben es nicht erwischt. Das heißt, wir sind wirklich im Betrieb des Clients öfter. Im Dumpster hast du schon geschaut, im sogenannten vom Outlook? Also es gibt die Möglichkeit am Exchange-Server, und das ist bei den aktuellen Versionen auch standardmäßig so, ja, einzustellen, dass selbst wenn ein User ein Mail löscht und aus den gelöschten Objekten entfernt, dass es dann noch eine gewisse Frist aufbewahrt wird. Ja. Das sind üblicherweise 14 bis 30 Tage, ja, ist eingestellt, manche Firmen stellen auch 3 Jahre ein, ja, ist auch egal. Und dann kannst du im Outlook über gelöschte Elemente wiederherstellen und die Mails schauen, ob dort was drinnen ist. Im Outlook gibt es einen Punkt, gelöschte Objekte wiederherstellen. Bei den aktuellen Versionen hast du das bei jedem Ordner drinnen, oben im Ribbon. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Früher musste man Registry-Key setzen, dass das erschienen ist, aber mittlerweile geht es in jeden Ordner. Ja,
Es gab, glaube ich, noch eine Möglichkeit, aber die ist viel primitiver. Ja. Wenn das ein User ist, der also häufig die Delete-Taste drückt und sagt, er weiß nicht. Das kann man aber nicht. Shift-Tel. Na, macht ja nichts. Man kann dem ja auch ein Regelwerk einbinden, wo du alles, was in den Posteingang kommt, in eine BSD-Datei exportierst. Die, wenn er nicht besonders Wi-Fi ist, kümmert er sich um die BSD nicht, aber du findest alle. Ja, es gibt ein Kopieren, glaube ich. Gell? Ja, 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 du kannst das auch eher eine Kopierregel. Eine Kopierregel, das wäre die Lösung. Ja. Alle Einlagen automatisch. Also, automatisch ein Archiv, eine Kopierregel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, denke ich. Ja. Schau dir das einmal an unter dem Regelwerk, ob man nicht mit Kopieren über die Runde kommt. Geschäftsführer sind natürlich besonders gefährdet. So. Das Problem, das du halt hast, ist, wenn der das am Handy löscht, ja, dann funktioniert das nicht. Ne? Wenn der das Outlook nicht am PC laufen hat, ja, haben wir wieder das Problem mit den kleinseitigen Regeln. Ne? Ja, bist du der Herr über den Server oder nicht? Ja, wenn du über den Server der Herr bist, dann kannst du gleich von vornherein ein Duplikat machen. Richtig. Kein Problem. Aber wenn du sagst, es geht an den XY, dann geht es gleichzeitig auch an den XY-CPU, so, fertig. Ja. Dort geht es halt immer eine als Backup. Was ja. Ist ganz böse ist. Ja, man kann es dann nicht beweisen, dass es gecached hat und das jetzt war. Nein, aber dann kannst du halt beweisen, dass es gekriegt hat. Ja. Das kann ich schon beweisen. Genau. Ja, dann hat er es wohl gelöscht haben weil müssen. Wenn es bei ihm nicht mehr ist und es ist dort drinnen, dann war es da. Gut. Oder wobei wir natürlich jetzt immer noch über Schrödingers Katze reden könnten, aber okay. Kann ein Will da sein und gleichzeitig nicht da sein. Hammer. Ja. Haben wir noch Fragen? Weil wir haben mittlerweile wieder das obligate Limit von 2 Stunden überschritten. An sich haben wir vorgehabt, in einer Stunde durch zu sein. Aber ich muss sagen, eine Dreiviertelstunde war Gespräch. Ja. Wir haben uns gut unterhalten. Also, ja, eh. Das geht ja oft nach dem. Ja. Gut, dann sind wir heute fertig. Der rechte Teil in dem Büdel, was man jetzt da sieht, der kommt dann das nächste Mal dran. Die Teile Aufgaben und Kontakte wird der Roman machen. Das heißt, er wird dann nicht so als Zuhörer mit Mikrofon ausgerüstet werden, sondern er kriegt es überhaupt gleich.